Hallo Frankfurt! Willkommen zum 15. Science Slam. Wir sind der Physikalische Verein. Mein Name ist Martin Stamberger und Sie sind über 1200 Leute. Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe das Vergnügen, das große Vergnügen, Sie durch diesen Abend zu führen. Und um diesen Gegenstand geht es heute. Das ist der Grund, warum sich 6 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Wahnsinn hier antun. Der Bembel der Weisheit. Unsere Slammer wollen den Bembel haben und bescheren ihn nebenbei 2,5 Stunden ungefähr voller Unterhaltung. Der Physikalische Verein veranstaltet, organisiert diesen Science Slam. Ich begrüße die Präsidentin des Physikalischen Vereins, Frau Professor Weber-Bruhls. Guten Abend. Und ich begrüße den Vizepräsidenten der Goethe-Universität, bei der wir heute zu Gast sind, Professor Huth. Guten Abend. Aber dieser Science Slam ist nur möglich, weil viele Ehrenmenschen ihn einfach ermöglichen. Die Leute zum Beispiel, die ihnen die Eintrittskarten gegeben haben oder der Mensch hinter dem Scheinwerfer, der mich verfolgt. Also ganz toll. Schauen Sie, gehe ich dahin? Das Licht folgt mir. Gehe ich zurück? 2 Zauberei! Aber vielleicht folge ich auch dem Licht wie die Katze dem Laserpointer. Wer weiß das schon? Wichtig sind auch die Leute vom Arbeiter-Samariter-Bund, 2 nette Notärzte, die hier für die erste Hilfe da sind, falls irgendwelche gesundheitlichen Probleme auftreten, was ich nicht hoffe, aber bei so einer großen Veranstaltung muss das sein. Und neben diesen vielen Ehrenmenschen gibt es noch Förderer, die diesen Science Slam unterstützen und ihn so möglich machen. Da sind die Evelyn und Martin Wendt Stiftung. Frau und Herr Wendt sind auch heute hier anwesend. Danke, herzlich willkommen. Den Verein Freunde des Opernturms, die Kunst und Kultur fördern, und so ein Science Slam wie unserer ist ja Kultur. Was denn sonst? Die Experimenta, das Science Center hier in Frankfurt, die haben für heute Abend etwas ganz Besonderes für uns, komme ich gleich zu. Und last not least nochmal die Goethe-Universität, die sie diesen wunderbaren Saal zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank. Und neben diesen Förderern und den Ehrenmenschen sind Sie, das Publikum, super wichtig. Sie müssen aktiv mitmachen. Sie sind die Jury, Sie sind die Geräuschkulisse, Sie sind die Band, alles gleichzeitig. Kleines Beispiel, vielleicht wird es heute Abend ab und zu spannend, hoffe ich doch sehr. Dann ist ein Trommelwirbel angesagt, aber wir haben keine Trommel. Das heißt, wenn ich sage, Trommelwirbel, genau. Dann versuchen Sie einfach mit Klopfen auf Tische oder auf Knien einen Trommelwirbel zu zaubern. Ich sehe, das funktioniert wunderbar. Ja, bevor wir jetzt loslämmen, gibt es ein kleines Warm-up. Sie kennen hoffentlich alle die Experimente, ein Haus voller verrückter Versuche, wo sich Mathematik und Naturwissenschaften fast von selbst erklären. Und dort gibt es Wissenschaftsshows und heute ist hier das Team Scientastic, um Sie ein wenig zum Staunen zu bringen. Team Scientastic, eure Bühne. Okay. So. Das sind ein paar Leute. Mehr als gewöhnlich. Mehr als wir kennen. Ich stelle es auch. Vielen Dank für die Vorstellung. Genau, wir sind das Team Scientastic. Die Experimenta hat uns hierher geschickt. Wir haben früher in der Experimenta gearbeitet, total tolles Science Center, unglaublich viele Experimente aus den MINT-Bereichen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Sollte man auf jeden Fall besuchen, haben auch tolle Workshops und bieten auch Science-Shows an. Die haben wir nämlich früher da auch
selber gemacht. Jetzt haben wir uns selbstständig gemacht, machen Zeilenshows überall. Wir sind käuflich, wollte ich schon sagen. Aber das nur am Rande. Nur am Rande. Genau. Und ja, dann stelle ich uns kurz vor. Das ist der André. Ich heiße Philipp. Wir sind mehr oder weniger Physiker hier von der Uni Frankfurt, Campus Riedberg. Der sieht ein bisschen anders aus, nicht ganz so fancy wie mehr, der hier. Mehr oder weniger, ich unterbreche dich kurz an der Stelle, ja? Der eine ist fertig und der andere noch nicht so ganz. Jedes Mal stirbt ein bisschen was in mir, wenn du das sagst. Ist nicht persönlich gemeint, ja? Nein, es tut mir. Also, ich muss mit ihm arbeiten. So. Wir sind Wissenschaftler, mehr oder weniger. Auf jeden Fall. Damit wir wie echte Wissenschaftler aussehen, haben wir uns extra in Schale geworfen, so wie wir auch im Labor rumlaufen. Hochgradig seriös, ja. Also wirklich so. Was wir weniger tragen, sind Kittel, Schutzbrille und Handschuhe. Brauchen wir aber diesmal für die Experimente, weil die sind heute ein bisschen schmutziger, größer, dreckig. Das hat richtig Wumms. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Einmal in Schale werfen. Oh, danke schön, danke. Okay. Normalerweise wird applaudiert beim Ausziehen, nicht beim Anziehen. Aber an der Stelle hat noch niemand geklatscht bei uns. So, Schutzbrille immer aufbehalten, ganz wichtig. Gut, passt. Es sieht gut aus. Und genau. Es gibt nichts Wichtigeres, als cool auszusehen. Also, genau, ich würde sagen, wir schalten mal auf die Kamera. Wir fangen nämlich an mit einem total tollen Thema. Wir haben nämlich ein bisschen was mitgebracht aus unserem Bereich, aus der Physik. Wir brauchen nämlich in vielen Bereichen zum Beispiel ein Vakuum. Und dazu übergebe ich an den André für unsere ersten Vakuumexperimente. Jawohl. Und zwar, was haben wir da Schönes? Also, ganz klassisch haben wir uns eine Vakuumpumpe aus dem Labor mitgebracht und hier vorne... Was eine wichtige Sache. Ein Experiment, wo wir jemanden brauchen, der mitmacht. Ich hätte es fast vergessen. Ach so, hat auch was mit Vakuum zu tun. Ja. Hat auch mit Vakuum zu tun, da meldet sich schon jemand. Darf ich nicht sagen, um was es geht? Wer hat Durst? Wir brauchen die Dose, der Inhalt nicht. Ich muss noch fahren heute. Aber es sind nur 5 Minuten, die Sie dafür Zeit haben. Also vielleicht zieh. Wird jemand kurz mitmachen? Perfekt. Ansonsten danke. Haben wir auch ein Backup dabei. Okay, verteil die mal, ich mach mal hier weiter. Die Dose. Genau. Genau, einfach nach hinten durchgeben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Mithilfe. Jawohl. Genau, aber an den Erwachsenen weitergehen. Solange die gelehrt wird, machen wir mal weiter mit unserem ersten Experiment. Und zwar Vakuum. Wir haben eine Vorstellung vom Vakuum. Was ist Vakuum? Es ist nichts. Und dieses Nichts haben wir mitgebracht. Wir müssen es natürlich an irgendetwas testen. Und vielleicht kennen einige dieses Experiment. Typischerweise nimmt man ja den berühmten Schokokuss unter der Vakuumglocke. Man kann sogar auch Wasser darunter zum Kochen bringen. Wir machen das nicht. Wir haben etwas anderes organisiert. Und zwar, wir machen Versuche am Menschen. So. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich gut der Markt für Puppenköpfe in und um Frankfurt ist. Hat uns auch erschrocken, ja, genau. Also, wir haben unser Setup hier soweit fertig. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist die Pumpe aktivieren. Und dann schauen wir mal, was passiert. Oh. Da ist echt viel drin. Das sind nur gute Ideen. Ich stopp das mal kurz. Ja, genau. So, mich wundert es, dass der Schaum nicht rot ist. Egal. So, also, wir haben, ich sag's mal dazu, wir haben da Rasierschaum reingefüllt vorher. Der ist natürlich mit Luftblasen versehen und in dem Moment, in dem wir die Luft rausziehen, kommt die aus diesem Puppenkopf heraus und alles, was übrig bleibt, ist jetzt hier dieser große Schaumpilz. Da komme ich jetzt leider auch nicht mehr dran. Das ist so einer der Nachteile, weil nämlich die Umgebungsluft von allen Seiten draufdrückt. Und ich würde an der Stelle mal kurz an Philipp übergeben, dann kann ich nämlich das nächste Experiment vorbereiten. Sag uns doch mal bitte was über den Luftdruck. Über den Druck. Also was uns hier gerade auf dem Kopf sitzt, das ist so ein Bar Druck. Ja? Ein Bar, das muss man sich ja vorstellen. In Einheiten kann man das am besten umrechnen. Gibt es da ein schönes Beispiel? Umgerechnet ungefähr 40 große Frösche auf der Fläche von einer standardisierten Briefmarke. Ja. Alles bloß keine SI-Einheiten verwenden. Ja? So.
Ja, ups. Okay, oder knapp 10 Tonnen auf einen Quadratmeter. Ja, so 10 Tonnen Luft drücken Sie auf ein standardisiertes Kind. Und das ist relativ viel. Und das nutzen wir natürlich bei solchen Experimenten, diesen Druckunterschied, Unterdruck, Überdruck oder Normaldruck. Und dafür haben wir nicht das nächste Experiment. Soll ich mal kurz gucken, wie weit die Dose ist? Ja, das wäre nicht schlecht. Sind Sie nicht schlecht? Ja, das ist ein Applaus wert. Läuft. Einmal bitte nach vorne geben, einmal durchgeben. Vielen Dank. Und da unten ist jetzt so ein Bierfleck, so einfach. Dann präparieren wir das einmal ganz kurz. Ich übergebe mal. Jawohl, vielen Dank. Diese Dose stellt nun ein sogenanntes Target dar. Target wofür? Wir haben uns einen Beschleuniger mitgebracht. Das ist kein klassischer Beschleuniger, wie er beispielsweise an der GSI steht. Das ist eine etwas kostengünstigere Variante. Sie wird auch nicht mit elektrischen Feldern betrieben. Also wir haben keine Beschleunigung über elektrische Felder, sondern mit Hilfe des Luftdrucks, von dem Philipp gerade geredet hat. Jetzt brauchen wir natürlich ein Teilchen, das wir beschleunigen können. Und das habe ich passenderweise auch mitgebracht. Das befindet sich hier. Philipp, ich möchte dich einmal kurz bitten, identifiziere mir dieses Element. Uran. Hast du da dran geleckt gerade? Oder? Es schmeckt nach Orange. Es schmeckt nach Orange, ja, okay. Na gut. Vielen Dank dafür. Also, wir laden unseren Teilchenbeschleuniger jetzt mit Uran und dann nutzen wir jetzt unseren Luftdruck. Die Vakuumpumpe habe ich an den Beschleuniger angeschlossen. Wir saugen jetzt auch hier die Luft ab, müssen kurz warten und dann schicken wir das Teilchen auf die Reise. Ich zähle mal runter von 3, 2, 1 und los. Ist da was passiert? Ich sehe es nicht. Ja. Ja, Tatsache. Okay. Unsere Dose ist, naja, okay, die ist noch ein bisschen intakt, aber wenn wir genau hingucken, das haben wir jetzt nur mit einem Tischtennisball geschafft, ja, den wir hier beschleunigt haben, gegen unsere Dose gegengeschossen haben. Man muss dazu sagen, die Dose, die kann man auch wirklich zerfetzen. Ja. Ich habe jetzt mal nicht übertrieben hier mit dem Unterdruck, denn unser Tischtennisball, der schafft es tatsächlich auf dieser Strecke von fast 2 Metern eine Geschwindigkeit von Schallgeschwindigkeit, also 340 Meter in der Sekunde zu erreichen. Das ist der Druck oder die Kraft des Drucks, die nur hier hinten auf den Ball gewirkt hat, als ich die Membran abgeschlagen habe. Genau. Schöner Beschleuniger. Ja, ein wundervoller Beschleuniger. Vielen Dank. Vielen Dank. Während ich das nächste vorbereite, kannst du noch mal da drüben was einschalten. Natürlich. Wir haben noch 2 kleine Experimente. Wir gehen mal weg von Vakuumbeschleuniger, wir machen mal ein bisschen was Fetzigeres. Die Experimente hat uns nämlich auch eine schöne Liste geschickt, was sie sich vorgestellt haben, was sie machen könnten. Und da haben wir auch was rausgepickt. Das nächste Experiment, total toll. Ich habe hier eine Gießkanne, eine Schüssel mit Spüli und ein bisschen Gas und etwas Wasser. Wir bräuchten jetzt eine oder einen Freiwilligen. Also keine Sorge, uns kann nichts passieren. Ja? Nein. Hier vorne, ja, wundervoll. Komm einmal nach vorne. Vielen Dank. Sehr schön. Was du jetzt machen musst, also wie gesagt, wir werden jetzt Hände anzünden. Yeah. Und habe ich doch erwähnt, oder? Nicht? Nee, aber kurz lustig. Wie gesagt, André, wie er gesagt hat, keine Sorge, uns kann nichts passieren, also uns zwei kann nichts passieren. Und das Experiment, da geht nicht schief meistens. Und wir brauchen erstmal ein bisschen Spüli, so ein ganz kleines bisschen, wie wir so beim Spülen zu Hause brauchen. Den Abwasch machst du nicht oft, kann das sein? Ich kaufe immer neues Geschirr. Ich habe eine Spülmaschine, da kommt immer eine Flasche rein. Und dann eine Schaumparty. Jawohl. Jetzt machen wir Blubberblasen. Nur nicht aus Luft, sondern auch aus hochentzündlichem Propan-Butangas. Ich gebe dir mal einen Handschuh. Und eine Schutzbrille. Links oder Rechtshänder? Rechtshänder. Rechts. Du kannst auch beide Handschuhe haben. Hier sind Handschuhe. Und wie gesagt, das Experiment, wir haben es, glaube ich, schon 30, 40, 50 Mal bei YouTube gesehen. Nie was passiert. Immer dasselbe Video. Der Endlosschleifer, also das funktioniert schon ganz gut. Ja. Okay. Wir lösen kurz auf. Du darfst jetzt uns zwei anzünden. Bisschen zu viel Freude.
Es riecht hier nach Gas, André. Ja, ein bisschen. Da ist es komm mal ein bisschen hier rüber, bitte. Finden. Hier kriegst du ein Feuerzeug. So. Es geht sogar erschreckenderweise. Warte kurz. Wir machen jetzt uns die Hände ein bisschen nass, nehmen die hochentzündlichen Blubberblasen auf die Hände. Du machst das Feuerzeug an. Ich komme und hole mir die Flamme ab, zünde meine andere Hand an, zünde den André an und naja, wir gucken, was passiert. Okay? Sehr schön. Der zweite Hände Teil ist eine Solo-Nummer. Genau. Der zweite Hände. Teil ist die Solo-Nummer, ja. Hände waschen, Philipp. Ich weiß, eine neue Erfahrung für dich. So. Sollte passen. Sollte passen. Hast du genug? Nein. Ich habe genug. Ach komm. Ja, was? Ah! So, Rauchmelder sollten davon nicht angehen. Testen wir es. Einfach anmachen, ich hole mir die Flamme ab. Ich hatte mal mehr Haare. Geschadet okay. Hat es dir nicht. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Nochmal einen Applaus. Danke. Die Schutzbrille. Danke. Ich erzähle kurz, was passiert ist. Genau. Was jetzt passiert ist, da hat uns nämlich diese Wasserschicht beschützt. Die ist nämlich durch die Hitze zu Gas geworden. Es ist so eine ganz dünne Gasschicht entstanden und hat... Und nur diese Seifenblasen mit dem Gas haben gebrannt über unsere Hand. Gut, die Herrchen haben reingeguckt. Oh Gott, ich wurde halt mal epiliert. Passiert. Und deswegen habe ich nicht wie am Spieß geschrien. Und weil es uncool ist. Falls jemand fragt, ich habe die Schutzbrille auf. Okay, mir ist das aufgefallen, als André sie anhatte. Als er sie getragen hat, ja. Meinst du? Ja, okay, gut. So, beim nächsten Experiment, da ist der André schon vorbereitet. Das letzte für diesen Teil. Da machen wir jetzt ein bisschen Sauerei. Komm, warum nicht? Was wäre es für eine Mini-Science-Show, wenn wir nicht eine kleine Explosion einbauen? Wir dachten uns, okay, Rauchmelder schlecht, also müssen wir improvisieren. Wir nehmen einfach statt was super Heißes, was super Kaltes. Und zwar haben wir extra 40 Liter flüssigen Stickstoff dabei. Zufällig gefunden. Der ist hier drin kondensiert, als wir die draußen stehen hatten. Genau. Ja. Flüssiger Stickstoff, der hat minus 196, ein paar zerquetschte Grad, knapp minus 200. Ja, für die, die so eine Relation brauchen, so ein typisch knackig kalter Frankfurter Winter, der hat so plus 12. Ja, damit wir einen schönen Effekt haben, packen wir da jetzt die minus 100 Grad, knapp minus 100 Grad kalten flüssigen Stickstoff dazu und kippen dann kochendes Wasser aus unserem Wasserkocher rein. Plus 100, knapp minus 200, das ist eine Hausnummer. Die erste Reihe ist so die Spritzwasserzone. Wie ein SeaWorld, nur anders, kälter. André? Ja. Du gehst hierhin, ich habe den besonders voll gemacht. Verdammt. Danke. Dir. Ja, gerne. So, warte mal, ich will hier den Bodentank zumachen. Wasser, ja, flüssiger Kurz, Stickstoff. Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. So. Na denn. Auf drei, ne? Ja, aber warte mal. Auf drei. Eins, zwei, drei und dann? Also eins, zwei, drei, vier? Ja, eins, zwei, drei, null halt. Ne? So. Eins, zwei, drei, null. Eins, zwei, drei, Start. Nenn es, wie du ja, willst. Ja, aber eins, zwei, du sagst eins, zwei, drei und dann vier. Machst. Vier, da und dann, ja. Auf vier? Ja, nein. Ich sag nicht vier. Ja, warum sagst du dann vier, wenn du nicht vier sagst? Keiner sagt vier, wenn er bis drei zählt bei dieser Nummer. Also, das ist... Na komm. Also, eins, okay. Zwei, drei. Hast du die Eisbahn abgekriegt? Ist eröffnet. Ich habe mich nass gemacht. Im Mittel war es okay. Minus 200 Grad, plus 100 Grad ist okay. So, ja. Mit dem Experiment wollen wir dann auch den ersten Teil, den wir hier hatten, abschließen. Wir kommen nämlich später wieder mit dem zweiten Teil unserer Show. Und ja, und wünschen allen einen wunderschönen Abend und super viel Spaß beim Science Slam. Team Scientastic!
Team Scientastic. Ist hier richtig so eine unheimliche Nebelstimmung hier, passt zu Halloween. Naja, also danke euch. Wir werden Sie nachher nochmal sehen mit noch mehr crazy stuff. Ich freue mich schon drauf. Aber jetzt zurück zum Science Slam. Wir haben hier 6 junge Menschen, die aus der Wissenschaft kommen und gegeneinander antreten. Und hier am Science Slam Frankfurt treten wie immer nur die Besten der Besten der Besten an. Merken Sie sich diese Worte wie ein Mantra. Die Besten. Genau. Und die bitte ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge nach Aufruf mal zu mir zu kommen. Wir haben Jonas Haller. Er ist Biologe. Biologe. Biologe vom Gesundheitsamt Frankfurt. Vielleicht stellt er uns alle unter Quarantäne, wer weiß. Wir haben Lennart Kirchner, ebenfalls Biologe, Mikrobiologe. Und bei ihm geht es ums Extreme. Was die Leute vor tausenden von Jahren für Klamotten trugen, erklärt uns die Archäologin Ronja Lau. Es wird noch verrückter heute Abend. Es geht sogar um keinen geringeren als um Jesus. Und den, beziehungsweise das Bild von ihm, wird uns Linus Möllenbrink näher bringen. Linus kommt von der Universität Heidelberg. Und die Physik soll heute auch nicht zu kurz kommen. Dafür ist Luz Richtmann vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik Hannover zu uns gekommen. Luz, komm zu uns. Und last not least begrüßen wir Jan Welzenbach von der TU Darmstadt. Sein Gebiet ist die physikalische Chemie. Wie gesagt, die Besten der Besten der Besten. So, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Vielen Dank erstmal. Jeder von euch hat 10 Minuten, um Ihnen ein Thema darzubringen. Wie ist egal? Vortrag, Experimente wie Team Scientastic, Tanzen, Singen hatten wir alle schon. Ist alles möglich? 10 Minuten, nicht mehr, nicht weniger. Ich stoppe das jetzt nicht auf die Sekunde genau. Aber wenn jemand unverschämt überzieht, dann komme ich und mache Druck. So, der Bembel, unser Preis heute, ist noch für was ganz anderes gut. Wir losen damit die Startnummern aus. In dem Bembel sind jetzt 6 Zettel drin mit den Namen unserer 6 Slammer und Slammerinnen. Und ich komme wie jedes Jahr mit meinen dicken Fingern hier nicht rein. Das heißt, ich würde schon mit ein bisschen Mühe reinkommen, aber dann komme ich nicht mehr raus, dann wäre ich Martin mit den Bembelhänden. Deshalb brauche ich Hilfe. Theresa, komm zu mir. Theresa. Theresa ist auch beim Physikalischen Verein, einer unserer vielen Ehrenmenschen. Sie ist im Astroclub unserer jungen Sternwarte und sie wird jetzt unsere Startnummern ziehen. Ja, dann schieß los. So, Startnummer 1, Jan Welzenbach. Startnummer 2 ist Linus Möllenbrink. Startnummer 3 ist, Trommelwirbel, Ronja Lau. Startnummer 4, Luz Richtmann. Startnummer 5, Jonas Haller.
Start Nummer 6 ist eigentlich klar, deswegen machen wir mal keinen Trommelwirbel. Natürlich. Oh doch, okay. Lennart Kirchner. Vielen lieben Dank, Theresa. Ja, wie ich schon sagte, Sie sind die Jury. Sie und niemand Geringeres. Dazu haben wir 6 Sätze mit Pappen, um deren Verteilung ich jetzt mal bitte. In so einem Satz Pappen sind eben Blätter drin, die Zahlen 1 bis 6, das sind die Wertungspunkte. Damit bewerten Sie einen Slam. Das sind quasi umgedrehte Schulnoten, also 6 Punkte für einen Slam, der so richtig, richtig gut war. 5 Punkte ein Slam, der auch gut war, aber und so weiter, bis eben nur noch ein Punkt für einen, ja, vielleicht langweiligen, völlig verkackten Slam. Aber das ist bei uns noch niemals vorgekommen, denn es wird auch heute nicht vorkommen. Wir haben ja nur die Besten. Genau. So, dann bitte ich mal um die Verteilung der Pappen. Und vielleicht kann man das Licht etwas heller machen, damit, ja, also so schön im Publikum verteilt. Wer jetzt eins dieser 6 Papppakete ergattert hat, entscheidet aber nichts. So, Pappen verteilt. Ja, also wer jetzt eines dieser Papppakete bekommen hat, entscheidet selbst bitte gar nichts. Sondern spricht sich mit den Leuten vor, hinter, neben ihm ab oder neben ihr. Und dann bildet sich so ein kleines Wertungsgrüppchen und einigt sich dann auf eine Punktzahl. Und der Rest von Ihnen, die jetzt weiter weg von den Pappen sitzen, können durch Rufen einer Punktzahl die Wertungsgrüppchen beeinflussen. Aber wichtig ist, liebe Wertungsgrüppchen, einigen Sie sich, einigen Sie sich zuerst auf eine Punktzahl, sagen Sie noch nichts und erst wenn ich sage Pappen hoch, dann halten Sie die Pappe mit den Punkten hoch, auf die Sie sich geeinigt haben. Prinzip verstanden? Ja, ist auch nicht so schwer. Ich addiere dann die Punktesumme und die wird an den Tafeln festgehalten. Das Addieren sollte ich irgendwie hinbekommen, denn ich bin im Nebenjob Mathelehrer und als Lehrer sage ich jetzt auch mal, wir üben das mal. Bewerten Sie vielleicht jetzt mal die bisherige Veranstaltung. Wie fanden Sie es inklusive Ambiente, meiner Moderation, unserem Experimentalteam? Einigen Sie sich auf eine Punktzahl. Einigen Sie sich. 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 Und jetzt Pappen hoch. So, ich sehe 6 und 5. Nein, netter Trick, funktioniert nicht. 6 und 5 sind 11 und 6 sind 17 und 6 sind 23 und 5 sind 28 und 5 sind 33. Ja. Also ist eigentlich ganz einfach, zwischen 6 und 36 Punkten sind alles drin, also 36 Punkte kann einer von euch erreichen. Und 6 Punkte, wenn es am schlechtesten läuft, aber das ist noch nie vorgekommen, denn die Besten. So, und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Jury zu sein für Sie alle, also auch für die, die weiter weg von den Pappen sitzen, den Wertungsapplaus. Nach der Pappenwertung bitte ich jedes Mal um einen Wertungsapplaus und dafür haben wir 2 junge Damen, Mina und Theresa, die Sie schon kennen, ehrenamtlich beim PV, die bitte ich jetzt mal hier vor. Die haben Applausometer, Schallmessgeräte.
Mit denen messen sie ihren Wertungsapplaus. Und so ein Wertungsapplaus ist nicht einfach nur Klatschen. Das ist eher ein Wertungslärm. Ja? Das heißt, wenn ihnen ein Slam besonders gut gefallen hat, dann machen sie einfach Lärm. Ja? Brüllen, kreischen, trampeln, alles drin, was die Dezibel der Applausmesser hochtreibt, eskalieren sie nach Herzenslust. Sie dürfen nur das Mobiliar nicht zerstören, dann würden wir Ärger mit der Goethe-Universität bekommen. Aber sonst geht alles. Und bei einem etwas weniger begeisterten Slam gibt es einen kleineren Höflichkeitsapplaus mit weniger Eskalation. Entscheiden Sie da bitte deutlich. Wir üben das mal. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt gerade einen Slam gehört, der Sie so richtig mitgerissen hat, der wirklich ganz toll war, super toll. Deswegen bitte ich Sie jetzt um ein lautes Brüllheulen mit Klatschen und Trampeln. So, und wir haben hier 107,3 Dezibel. Und hier, du bist nicht Mina. Okay, 100,9. Ich sehe, funktioniert wunderbar. Sie sind als Jury sehr gut geeignet, Test bestanden. Die Dezibelzahlen werden dann auch auf den Tafeln festgehalten. Und am Schluss wissen wir, wer den lautesten Applaus hatte, den zweitlautesten und so weiter. Das gibt dann Applauspunkte. 12 Punkte für den Slam-Beitrag mit dem lautesten Applaus. 10 für den zweitlautesten und so weiter und so weiter. Das sind die Applauspunkte. Ist eigentlich eine schöne, einfache Sache. Nun gut, jetzt muss ich mal schauen, wer unser erster Slam ist. Nee. Doch, stimmt. Ja, Sie haben recht. Sie haben wie immer recht. Gut, also, ja, meine Damen und Herren, physikalische Chemie, das ist ja eine interessante Sache, war übrigens mein Nebenfach im Physikstudium und vor allem ist es interdisziplinär. Und interdisziplinär, so Schnittmenge zwischen Physik und Chemie, interdisziplinär ist immer gut. Ich bin auch dafür, dass man beim Fußball vielleicht mal das Handspiel erlaubt, weil das ist interdisziplinär. Ja? Und unser nächster Slammer, Jan Welzenbach oder Esther Slammer, ist eben physikalischer Chemiker, kommt von der TU Darmstadt. In seinem Slam geht es um Laser. Bin gespannt. Den langen, weiten Weg von Darmstadt nach Frankfurt begrüßen Sie Jan Welzenbach. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Wissenschaft, wir haben es gerade schon gehört, physikalische Chemie, und ich muss jetzt die Fronten hier erstmal klären, das gibt's wirklich. Das ist nicht nur so eine Erfindung, was er sich gerade ausgedacht hat, das gibt's wirklich. Und wenn ich das irgendwo erzähle, dass ich das wirklich mache, dann gibt's eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie die Leute darauf reagieren. Entweder ein interessiertes, interessant, ein eher verhaltenes, oder ein, oh Gott. Und ich wette mit Ihnen, die meisten habe ich gerade bei einer dieser Reaktionen auch erwischt. Und umso größer ist meine Freude. Ich freue mich total, dass heute so viele Leute da sind und ich sie mitnehmen darf auf eine kleine Reise durch meine Arbeit, eine kleine Reise in die physikalische Chemie. Bevor wir damit starten, muss ich euch erstmal einen kleinen Freund von mir vorstellen. Keine Angst, es wird nicht zu chemisch, aber dieses kleine Molekül, das Acetaldehyd-Molekül, das müssen wir uns mal angucken. Denn tatsächlich, ich wette mal, die Hälfte hier, die hatten schon Erfahrung damit. Das ist nämlich das Zeug, was immer in dem letzten Glas Wein da drin ist und was dafür sorgt, dass wir am nächsten Tag uns denken und, oh Gott, was habe ich da gemacht? Üblicherweise ist es so, dass bei zu viel Alkohol im Körper die Leber das zu dem Acetaldehyd umsetzt und das uns den Kater am nächsten Tag beschäftigt.
Aber auch die chemische Industrie hat ein großes Interesse an Acetaldehyd. Viele Dinge, die wir tagtäglich benutzen, zwar jetzt nicht direkt das Molekül selbst, aber irgendwelche Produkte, die in der chemischen Industrie daraus produziert werden, benutzen wir täglich. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, ja, wir nehmen ein bisschen Erdöl, da machen wir da so eine uralte Dreckchemie drauf, dann gehen wir weiter und nehmen wieder irgendwas Dreckiges, erzeugen eine ganze Menge Müll, das ist dann auch noch giftig, macht alles keinen Spaß, ja, aber unser Produkt kommt halt auch bei raus. Die Welt ist aber schöner als das und es gibt natürlich Hoffnung. Zum einen nutzen wir etwas, was die Natur für uns übrig hat, und da kommen wir jetzt leider tatsächlich wieder zum Kater. Wir produzieren erstmal aus irgendwelchen pflanzlichen Bestandteilen Alkohol und machen es dann wie die Natur in unserem Körper. Wir fangen an, das einfach zum Acetaldehyd umzusetzen. Dazu brauchen wir kleine Helferchen, nämlich einen Katalysator in der chemischen Industrie. Das sind so kleine grüne Kristalle und die bestehen aus Eisenmolybdat. Und ohne, dass man jetzt viel darüber wissen muss, da steckt das Wort Eisen drin. Und eins kann ich Ihnen sagen über die Ressource Eisen. Das ist super nachhaltig. Das heißt, wir haben da wirklich eine richtig gute Idee. Das ist sowohl aus einer nachhaltigen Sicht super sinnvoll, das ist aus einer ökonomischen Sicht sinnvoll, denn tatsächlich, das ist seit einem halben Jahrhundert bekannt und es gibt Fabriken, riesige Anlagen, die das auch tagtäglich, Aldehyde damit produzieren. Außerdem aus einer technischen Sicht auch noch super. Aber die große Frage dabei ist, und da nehme ich ins Spiel, warum? Warum? Und vor allem, was hat eigentlich das Eisen damit zu tun? Und wie wir das machen, da müssen wir jetzt erstmal was anderes klären. Sie haben sich wahrscheinlich auch schon gefragt, warum dieser Mann da unten eigentlich aussieht wie Ihr Sparkassenberater, dem Sie Ihr Geld nicht anvertrauen. Denn eine Sache haben Sie mit Sicherheit festgestellt, dieser Mann da unten, der trägt eine rote Krawatte. Und das ist super wichtig. Also nicht das mit der Krawatte, sondern das mit der Farbe Rot. Wenn wir jetzt mal uns ausdenken, wir machen hier alle Lichter aus. Und ich meine wirklich alles, nicht jetzt. Dann wäre hier alles dunkel, alles wäre schwarz, ohne Farben, ohne Licht. Aber in dem Moment, wo der weiße Spotlight angeht, wird mein Hemd weiß, aber meine Krawatte rot. Das mag jetzt für Sie erstmal was Selbstverständliches klingen. Wir haben damit tagtäglich zu tun. Aber ich sag mal so, das ist eines der wichtigsten, behaupte ich jetzt mal, Phänomene, die es im Universum gibt, nämlich die Tatsache, dass Licht mit Materie, also in dem Fall den Farbstoffmolekülen in meiner Krawatte, interagieren, wechselwirken kann. Und weil das eben so wichtig ist, müssen wir uns das jetzt nochmal genauer angucken und gehen mal genau auf die Oberfläche von meiner Krawatte. Der weiße Spotlight, der mich hier gerade anleuchtet, der gibt einen weißen Lichtstrahl ab. Und das wissen Sie wahrscheinlich, deswegen gibt es ja auch Regenbogen, dass weißes Licht eigentlich nur die Mischung aus allen möglichen Lichtfarben ist. Das heißt, diese alle möglichen Lichtfarben treffen auf die Oberfläche meiner Krawatte auf. Aber nicht jeder Farbton wird die Krawatte wieder verlassen. Vor allem grüne Töne, gelbe Töne und teilweise so blaue Töne, die werden von den Farbstoffmolekülen in der Krawatte absorbiert. Und nur rote Töne, ein paar violette Töne, ein bisschen blaue, um die Farbe hier wirklich perfekt einzustellen, werden die Krawatte wieder verlassen. Ein super wichtiges Prinzip, aber wenn Sie sich tagtäglich damit beschäftigen, dann geht es nicht mehr darum, ob die Krawatte jetzt rot, blau oder grün ist, sondern da gehen wir ganz, ganz anders vor. Und wir bringen das als physikalische Chemiker auf eine ganz neue Ebene. Wir nehmen auch ein bisschen Mathematik dazu, wir nehmen ein bisschen Technik dazu und können dadurch sogenannte Spektren generieren. Was ihr hier seht über mir, das ist ein Spektrum des Pflanzenfarbstoffes, also der dafür verantwortlich ist, nicht, dass meine Krawatte rot ist, sondern dass jedes Blatt da draußen grün ist. Und da sieht man vor allem, wenn weißes Licht von der Sonne eben auf dieses Blatt trifft, dass es vor allem grüne, blaue, gelbe Töne sind, die das Blatt wieder verlassen können. Deswegen ist die Linie weiter oben. Und lilane Töne, rote Töne eher vom Blatt absorbiert werden und das nicht mehr verlassen können. Deswegen ist das am Ende für uns grün. Und es wurde ja schon groß angekündigt, dass ich mit Lasern arbeite. Wir können natürlich so läppische Spotscheinwerfer nehmen, um damit irgendwas herauszufinden. Oder wir geben mal richtig Dampf drauf und machen das Ganze mit Lasern. Und zwar funktioniert es dann so, wir nehmen, wie meine Figur da oben, einen Laser und schießen auf unser Eisenmolybdat. Da kommen jetzt wieder diese kleinen Helferchenkristalle, kleine grüne Kristalle ins Spiel, die wir damit entsprechend anleuchten. Wir können damit dann ein sogenanntes Raman-Spektrum aufnehmen. Und muss man jetzt sagen, das ist jetzt ein Wort, das werden Sie vermutlich nie wieder in Ihrem Leben hören, ist aber auch gar nicht so schlimm, denn das ist wesentlich komplizierter, als es jetzt erstmal aussieht. Aber unabhängig davon, was Sie sehen oder wie jetzt diese Kurven da zustande kommen, eine Sache können Sie sehen, nämlich dann,
wenn wir diesen Katalysator in einen Reaktor einbauen und anfangen, damit wir ordentlich Acetaldehyd zu produzieren. Dann machen wir nämlich wieder einen Laserbeschuss und nehmen wieder ein Raman-Spektrum auf. Und egal, ob Sie verstehen, was da passiert oder nicht, eine Sache können wir alle gemeinsam sehen. Und das ist die Veränderung. Was Sie jetzt im Prinzip sehen können, ist, dass sich diese Linie, egal was die jetzt bedeutet, verändert. Und das ist wichtig. Jetzt komme natürlich wirklich ich ins Spiel und muss mir dann wirklich Gedanken machen, was das im Einzelnen bedeutet und was jetzt auch diese Veränderung bedeutet. Aber wir haben damit ein wichtiges Puzzleteil generiert in der Fragestellung, warum ist das eigentlich alles so gut? Man kann das Ganze nicht nur mit Licht machen, man kann das auch ganz mit Strom machen. Dann spricht man irgendwann von Impedanzspektroskopie. Die Mathematik dahinter ist wirklich trocken. Aber auch das, man kann irgendwas sehen, ob man darin jetzt was erkennt oder nicht, sei mal dahingestellt. Was wir aber alle sehen können, ist, wenn wir das wieder während der Reaktion betrachten, man spricht dann übrigens von In-Situ-Spektroskopie, falls Sie mal jemand auf der Straße fragt. Den Unterschied können Sie alle sehen. Während es vorher irgendein Gebilde war, was da in dem Nirvana verschwunden ist, haben wir jetzt so einen kleinen Halbkreis mit irgendwas außenrum. Und wieder haben wir ein wichtiges Puzzleteil generiert, die wir am Ende, und ja, ich mache das jetzt schon ein paar Monate und ehrlich gesagt ist da auch kein Ende in Sicht. Diese ganzen Puzzleteile setzen wir am Ende zusammen, um ein großes Bild zu generieren. Und das kann ich Ihnen jetzt mal zeigen, was wir allein aus diesen zwei Puzzleteilen so gelernt haben. Wir gehen da mal an die Oberfläche unserer grünen Kristalle und schauen uns mal genauer an, was da so auf einer molekularen Ebene passiert. Von der Seite kommt da jetzt ein Alkoholmolekül angeflogen, dockt an der Oberfläche an, wird zum Acetaldehyd umgesetzt und hinterlässt eine Lücke. Im weiteren Verlauf bewegt sich irgendwas durch unsere Kristalle und füllt diese Lücke wieder auf. Das sind im Prinzip die zwei Sachen, die wir gesehen haben. Auf der linken Seite, oben haben wir dieses Raman-Spektrum gesehen, was uns zeigt, irgendwie verändert sich diese Oberfläche stark. Da passiert etwas. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, wie sich innerhalb dieses Kristalls etwas bewegt. Das ist im Prinzip das, was das aussagt. Und im Prinzip das, was sich da innerhalb bewegt, das sind kleine Sauerstoffatome, die sich innerhalb von dem Gitter bewegen können und entsprechend die Oberfläche wieder auffüllen. Jetzt habe ich Ihnen in kürzester Zeit alles Mögliche erzählt. Ich finde es wahnsinnig toll, dass heute Abend so viele da sind und so tolle Themen, über die wir heute noch hören werden, sprechen können. Eine Sache möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Chemische Industrie steht immer wieder unter dem Verdacht, ach, das ist alles so dreckig und da raucht es und das ist alles giftig. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch sein, aber auch die Produkte, die wir aus der chemischen Industrie bekommen und brauchen, die können wir auch nachhaltig produzieren. Eben, indem wir die richtigen Fragen stellen, indem wir die richtigen Antworten suchen und damit wirklich den Laden ordentlich aufmischen können. Ich wünsche Ihnen allen einen traumhaften Abend und bleiben Sie neugierig. Vielen Dank. Jan Welzenbach. Dein Applaus. Und das müssen Sie zugeben, so cool ist kein Sparkassendirektor. Ja. Nun gut, dann kommen wir mal zu unserer Pappenwertung. Ich bitte also die Wertungsgrüppchen, sich auf eine Punktzahl zu einigen für Jan Slam-Beitrag. Einigen Sie sich und Pappen hoch, hier fehlt noch eine, okay, hier fehlt auch noch eine, Pappen hoch, ah ja, okay, gut, ich sehe 3, 4, 7 Punkte, 4, 11 Punkte, 4, 15 Punkte, 4, 19 Punkte, 3, 22 Punkte. Und jetzt die zweite Möglichkeit, bitte ich Sie um den Wertungsapplaus für Jan Welzenbach.
So, wie gesagt, die Länge des Applauses ist eigentlich egal. Es kommt nur auf die maximal, auf die Spitzenlautstärke an. Und das sind hier bei Theresa 101,1 Dezibel. Und bei Mina, jetzt ist sie da, Mina, 115,6 Dezibel. Bisschen Differenz, aber das kann doch passieren. Die Damen stehen immer auf dem gleichen Ort. Wir haben das hier mit Klebeband markiert, also es ist alles mit rechten Dingen. Gut, Dezibel aufgeschrieben. Ja, dann nochmal vielen Dank, Jan. Und wir kommen zum nächsten Slam. So, Jesus Christus, meine Damen und Herren. Muss ich erstmal googeln, wer das war. Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, steht hier, war möglicherweise schwarz. Man hört ja immer wieder und liest, der schwarze Jesus. Manche behaupten sogar, es gab ihn gar nicht. Aber in einem sind sich alle einig, Jesus war sehr, sehr männlich. Identifizierte sich als Mann, Pronomen he, his, der Sohn Gottes. Umso krasser finde ich den Titel des nächsten Slams von Linus Möllenbrink von der Uni Heidelberg, Jesus als Mutter. Ich hoffe nur, Jesus als Mutter. Ich hoffe nur, dass der Slam keine religiösen Gefühle verletzt. Falls Sie welche haben, halten Sie sich am besten die Ohren zu. Ansonsten seien Sie gespannt auf den Vortrag von Linus. Ich bin es auch. Den langen, weiten Weg von Heidelberg nach Frankfurt, Linus Möllenbrink. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Guten Abend. Ich bin Mediavist. Mediavistik, das ist die Wissenschaft vom Mittelalter. Ich bin also Mittelalterwissenschaftler. Und wenn ich das erzähle, dann fragen mich die Leute meistens als erstes, was ich damit später mal werden will. Aber ich muss sagen, ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen um meine Zukunft, weil ich mich wirklich breit aufgestellt habe. Ich habe nämlich nicht nur Mittelalterwissenschaften studiert, sondern auch noch Renaissancewissenschaften. Und ich würde euch... Vielen Dank. Ja, ich würde euch gerne heute Abend erzählen, was man so macht als Mittelalter- und Renaissancewissenschaftler. Ich habe nämlich gerade ein neues Forschungsprojekt vor ein paar Jahren angefangen. Da geht es um Geschlechterrollen in der religiösen Literatur des Mittelalters. Darüber würde ich euch gerne mehr erzählen. Klären wir aber vielleicht erstmal ein paar Grundbegriffe. Mittelalter, das ist die Epoche zwischen Antike und Neuzeit, geht in Europa so ungefähr von 800 bis 1500 nach Christus, je nach Definition. Ich gucke mir die letzten 300 Jahre davon an. Räumlich geht es bei mir um Quellen aus dem heutigen Mitteleuropa, wobei mein Schwerpunkt auf der deutschen und lateinischen Literatur liegt. Damit sind wir dann eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, Literatur. Leute fragen mich oft, ob es das überhaupt schon gegeben hat, Literatur im Mittelalter. Gab es, sonst wäre ich arbeitslos. Und das verdanken wir vor allem fleißigen Nonnen und Mönchen wie ihm hier, die Unmengen von Texten von Hand abgeschrieben und kopiert haben. Das ist übrigens Vollmar, der Sekretär der heiligen Hildegard von Bingen. Die kennt ihr vielleicht noch aus dem Reformhaus. Vielen Dank. Ja, und wenn ich jetzt von Mönchen und Nonnen geredet habe, dann erklärt das auch schon ein bisschen, was es mit der religiösen Literatur auf sich hat. Ein Großteil der mittelalterlichen Literatur beschäftigt sich eben mit christlichen Themen. Das sind dann zum Beispiel Predigten, Gebete oder Auslegung der Bibel. Und solche Texte schaue ich mir in meinem Projekt an. Und ich kann mir vorstellen, wir reden also jetzt über Geschlechterrollen in der religiösen Literatur des Mittelalters. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar vielleicht im Publikum jetzt so denken, Geschlechterrollen und Christentum, was soll da schon Spannendes bei rumkommen? Viele denken ja heute bei der Kirche erstmal an verstaubte Sexualmoral, Homophobie, Unterdrückung von Frauen. Und man würde jetzt erstmal nicht unbedingt denken, dass das vor 800 Jahren noch irgendwie besser war. Ich möchte euch aber heute zeigen, dass die Vorstellung von Geschlecht und Sexualität im mittelalterlichen Christentum noch ein bisschen offener und diverser waren als heute. Und ich möchte euch eben erklären, warum ich das für eine gute Idee halte, 6 Jahre meines Lebens mit diesem Thema zu verbringen. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich will überhaupt nicht den Eindruck erwecken, im Mittelalter war es alles besser. Also ganz im Gegenteil. Ich persönlich hätte zum Beispiel überhaupt keine Lust, als Frau im 13. Jahrhundert gelebt zu haben. Die mittelalterliche Gesellschaft war
extrem patriarchal geprägt und krass frauenfeindlich. Der Mönch und Theologe Thomas von Aquin, zum Beispiel einer der wichtigsten Denker seiner Zeit, der hat versucht, die Minderwertigkeit von Frauen wissenschaftlich zu begründen. Und er hatte dafür voll die gute Idee. Er hat nämlich bei Aristoteles gelesen, dass jede Sache immer etwas ihr Ähnliches hervorbringt. Also Äpfelbäume machen Äpfel, Birnenbäume machen Birnen. Und Thomas hat sich dann überlegt, dass ja logischerweise Männer eigentlich immer Jungen zeugen müssten. Frauen haben für ihn mit der Zeugung nicht so viel zu tun. Das ist auch schon ein bisschen gewagt, könnte man sagen. Er überlegt sich auf jeden Fall, dass dann ja logischerweise die Zeugung von Mädchen nur das Ergebnis von widrigen Umständen sein könnte. Zum Beispiel von feuchten Alter. Südwinden beim Zeugungsakt. Mädchen sind für Thomas von Aquin deswegen nur missglückte Jungen. Das schreibt er wirklich ganz genau so. Ja, und damit wäre eben in seiner Logik ganz wunderbar die Minderwertigkeit von Frauen bewiesen. Thomas von Aquin wurde übrigens später heilig gesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das was mit seiner Frauenfeindlichkeit zu tun hatte, aber es hat ihm offenbar auch nicht geschadet. Ja, halten wir also fest, die mittelalterliche Gesellschaft ist patriarchal organisiert, sie basiert auf einem hierarchischen Verhältnis von Männern und Frauen. Und trotzdem können wir beobachten, dass die Vorstellungen von Geschlecht nicht so binär sind, wie das in unserer heutigen Gesellschaft noch zum größten Teil der Fall ist. Es geht also um die Vorstellung, dass es genau zwei Geschlechter gibt, also Männer und Frauen, die sich auch biologisch eindeutig voneinander unterscheiden. Im Mittelalter war das noch nicht ganz so klar. Es gab die verbreitete Vorstellung, dass es biologisch gesehen eigentlich nur ein Geschlecht gibt, von dem dann Männer und Frauen sozusagen unterschiedliche Ausprägungen oder Varianten sind. Das betrifft auch die Geschlechtsorgane. Ich glaube, es ist einigermaßen offensichtlich, dass der Zeichner von diesem Anatomielehrbuch aus dem 16. Jahrhundert einen Penis im Kopf hatte, als er diese Vagina gemalt hat. Ja, was sagt uns das? Erstens, der gute Mann hatte wirklich erstaunlich wenig Ahnung vom weiblichen Körper. Und zweitens, im Mittelalter hat man sich eben vorgestellt, dass die Geschlechtsorgane von Männern und Frauen im Prinzip gleich aussehen, nur bei Männern nach außen gestülpt und bei Frauen nach innen. Und diese sogenannte Eingeschlechtstheorie führte dann auch zu einer größeren Durchlässigkeit der Geschlechtergrenzen. Es gibt zum Beispiel ernst gemeinte medizinische Berichte aus dem Mittelalter, darüber, dass Mädchen beim Spielen so stark in Hitze geraten, dass ihre Geschlechtsorgane nach außen ploppen und sie dann mit einem Penis als Jungen weiterleben. Also wer das nicht möchte, vielleicht jetzt gerade im Sommer lieber ein bisschen vorsichtig machen. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, und Beispiele für diese Durchlässigkeit der Geschlechtergrenzen, die beobachten wir ganz besonders auch im religiösen Bereich. Das wäre dann mein Thema im engeren Sinne. Man muss sich zum Beispiel nur mal in mittelalterlichen Kirchen umgucken, da kann man ganz erstaunliche Sachen entdecken. Zum Beispiel bärtige Frauen, also nicht sie, sondern sie hier, das ist Wilge Fortis, die im Mittelalter als Heilige verehrt wurde. Aber ich will jetzt über ein anderes Bild sprechen, nämlich, wie versprochen, Jesus als Mutter. In dieser Handschrift aus dem 13. Jahrhundert sehen wir, wie die christliche Kirche, dargestellt als kleine Frauenfigur, von Jesus am Kreuz geboren wird, und zwar aus einer Wunde an seiner Seite. Jesus wird hier also wortwörtlich als Mutter der Kirche dargestellt. Und Jesus als Mutter ist dabei ganz ernst gemeint. Im Mittelalter war es nämlich nicht so abwegig, sich Jesus als Frau vorzustellen. Und um das nachzuvollziehen, müssen wir uns mal seinen familiären Hintergrund anschauen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass Jesus aus einer Patchwork-Familie kommt. Er hat zwei Väter, Josef und Gott, beziehungsweise den Heiligen Geist. Und das Komplizierte daran ist jetzt, keiner der beiden kommt als biologischer Vater von Jesus in Frage. Josef ist eben nur der Stiefvater und Gott ist zwar der richtige Vater, aber er hat ja keinen Körper, kann also biologisch keine Kinder zeugen. Im Mittelalter hat man sich deswegen vorgestellt, dass die Materie, aus der der Körper von Jesus gemacht ist, ausschließlich von seiner Mutter Maria kommt. Und daraus kann man dann ableiten, dass auch Jesus einen weiblichen Körper haben muss. Heute würden wir vielleicht sagen, dass Jesus keine Y-Chromosomen hat. In mittelalterlicher Perspektive wird Jesus damit quasi zweigeschlechtlich. Von seiner Mutter Maria hat er einen weiblichen Körper, von seinem Vater Gott einen männlichen Geist. Oder man könnte auch sagen, als Gott ist er männlich, als Mensch ist er weiblich. Und deswegen ist es eben gar nicht abwegig, sich Jesus als Mutter vorzustellen.
In den religiösen Texten wird er manchmal sogar mit weiblichen Pronomen angesprochen. Und dieses Bild von Jesus als Mutter wurde dann im Hochmittelalter auch wirklich sehr populär. In dieser Handschrift zum Beispiel beschreibt ein englischer Mönch im Original auf Latein, dass er an den Brüsten von Jesus saugen möchte und aus seinem Unterleib neu geboren werden will. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und ausgehend von solchen Bildern und Beschreibungen kann man dann zum Beispiel auch in solchen lebensgroßen Darstellungen dieser Seitenwunde das stilisierte Bild einer Vulva erkennen. Und wenn ihr das nachvollziehen könnt, dann überlegt doch mal, was es bedeuten würde, wenn der ungläubige Thomas seinen Finger in die Wunde legt. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe es nicht gemalt. Oder wenn hier eine Frau mit ihrer Lanze auf die Wunde zielt. Also ganz ehrlich, ich habe tatsächlich KollegInnen, die das so interpretieren. Für mich persönlich geht das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in den Bereich der Psychoanalyse. Man darf eben nicht vergessen, dass es in den religiösen Texten am Ende immer noch um spirituelle Fragen geht, die nur mit solchen geschlechtlichen und erotischen Bildern zum Ausdruck gebracht werden. Aber ich finde es eben total spannend, wie divers dabei die Geschlechterrollen sind. Und wie anders wir heute mit solchen Bildern umgehen, das zeigt nochmal ein relativ aktuelles Beispiel. Vielleicht haben einige von euch mitbekommen, dass es vor ein paar Jahren eine christliche Frauenbewegung gab, die unter dem Slogan Maria 2.0 für mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche demonstriert hat. Die Theologiefachschaft der Uni Freiburg, wo ich studiert habe, hat sich damals mit dieser Protestbewegung solidarisiert und dafür dieses Bild von Maria als Vulva an der Unikirche aufgehängt. Die Folge waren 2 Anzeigen wegen Beleidigung religiöser Bekenntnisse und ein übler Shitstorm von religiösen Fanatikern auf Facebook mit zum Teil ganz interessanten Ansichten. Ja. Und ich würde sagen, den Leuten, die sich hier von dieser vermeintlichen Sexualisierung der Gottesmutter beleidigt fühlen, denen müsste man eigentlich nur mal raten, sich ausführlicher mit der religiösen Literatur des Mittelalters zu beschäftigen. Ich glaube, da könnten sie noch einiges lernen. Vielen Dank. Linus Möllenbrink. Linus, dein Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt doch einiges Vielen Interessantes Dank. Gelernt. Das ist das Ziel. Gut, dann bitte ich so die Wertungsgrüppchen wieder, sich auf eine Punktzahl für den Slam-Beitrag von Linus zu einigen. Einigen Sie sich. Einigen Sie sich, einigen Sie sich, einigen Sie sich, einigen Sie sich und Pappen hoch! So. 666. Ich sehe 6 mal die 6, also 36 Punkte für Linus. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. So. Vielen Dank. Aber noch nicht ist, die Wertung ist noch nicht vorbei. Ich bitte Sie jetzt um einen Wertungsapplaus für Linus Möllenbrink. Herzlichen Dank. Theresa, 108,8. Und Mina, 109,1. Okay. Danke, lieber Linus. Vielen Dank. Dankeschön. So, wir bleiben. Nochmal einen Applaus. Das war vorgelegt. Ja. Wow. Wir bleiben in der Geschichte vor 3000 Jahren. Ja, da gab es noch kein H&M und kein C&A und auch keine anderen Klamottenläden und auch keine Kinder in Bangladesch, die für 10 Cent T-Shirts nähen. Was um Himmels Willen haben die Leute damals angehabt? Ich würde ja sagen, sie waren nackt. Gab ja keine Klamottenläden. Nackt, wie Gott sie schuf.
vielleicht einen kleinen Lendenschurz vor den Geschlechtszeilen. Ist natürlich alles Unsinn, was ich hier erzähle. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich war. Das ist das Forschungsgebiet von Ronja Lau. Sie ist Archäologin, genauer gesagt Textilarchäologin. Den langweiten Weg von Berlin nach Frankfurt, Ronja Lau. Und ich gehe gleich, ne? Ich hab nichts mehr zu sagen. Tschüss. Was soll jetzt noch kommen, ne? Wissen wir nicht. So. Okay. Stark. Alles klar. Mein Name ist Ronja. Vielen Dank. Ich bin Textilarchäologin und beschäftige mich mit der Frage, was trugen denn die Menschen so damals in dieser dunklen, ominösen Vor- und Frühgeschichte, also vor dem Mittelalter? Und die Antwort, die ich dann oftmals so bekomme, ist so, naja, Lendenschurz à la Jesus oder Lederbikinis, irgendwas sowas wie ein Kartoffelsack, die hatten ja damals eh nichts, ne? Alles war irgendwie grau, braun, schwarz und prinzipiell schmutzig. Ich weiß das, auch ich besitze einen Netflix-Account, ich bin Studentin, ich habe auch nichts weiter zu tun. Ja, also dieses vorgefertigte Bild durch Film und Fernsehen, das macht es mir manchmal schwer. Ja, egal ob Wikinger, Barbaren, Germanen solche interessanten Interpretationen von eisenzeitlichen Menschen, lassen es mich manchmal echt vergessen. Dabei ist doch Kleidung seit jeher Teil unserer eigenen Identität. Jeder steht morgens auf und fragt sich, was ziehe ich heute an? Rote Krawatten, weißes Hemd, auch eine Möglichkeit, gar kein Problem. Ja, kann man machen. Und so auch die Menschen vor 2.500 bis 3.000 Jahren in der Eisenzeit. Nur blöd, dass sich Krawatten da nicht erhalten. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich herausfinden kann, was die Menschen denn damals trugen. Und meistens sieht es bei mir so aus. Ich sitze am Schreibtisch ganz fleißig, am Computer, gucke fast keine Serien. Bisschen vielleicht schon. Alles for scientific reasons natürlich und untersuche archäologisches Fundmaterial. Und meine Arbeitskolleginnen, die machen das immer ganz clever, die suchen sich so Sachen aus wie Metallgegenstände, da können sie total super dran rumdoktoren, zum Beispiel hier solche Fibeln, ja, das sind sowas wie Broschen zum Verschließen von Kleidungsstücken, noch bevor es Knöpfe oder den Reißverschluss gab. Ich dachte mir, ist nicht schwierig genug, ich suche mir was Besseres, nämlich Textilien, Organisches, was sowieso verrottet und keinen weiteren interessiert. Ich habe das Glück trotzdem, dass ich Textilien untersuchen kann. Und in Europa, genauer gesagt in Österreich, haben wir zwei prähistorische Salzbergwerke, einmal Hallstatt und einmal den Dürnberg. Die liegen für die prähistorische Welt mitten im Nirgendwo, also heute eigentlich auch, weil außer Skifahren kann man da, glaube ich, nichts, oder? Ich weiß nicht. Immer, ich muss ja da immer hinfahren. Der Dürnberg ist mein Salzbergwerk und ich fühle mich immer wie Frodo auf der Reise vom Auenland nach Mordor, von Berlin nach Österreich, ungefähr gleich. Ja. In den Salzbergwerken haben wir das Glück, dass wir dort Textilien finden. Und zum Beispiel in Hallstatt sehen die so aus. Das ist total super. Die sind bunt, flexibel, kann man Muster drauf erkennen. Man kriegt schon ein richtiges Bild davon, wie es ausgesehen haben könnte in der Eisenzeit. Und warum ist das so? Ja, das Salz in dem Salzbergwerk macht alles, nicht nur den Schinken, lange, 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 lange haltbar. Über 2.500 Jahre lang. Und im Dürnberg sieht es ganz ähnlich aus, nur irgendwie stehen die da voll auf Blau, also 50 Shades of Blue, das ist immer meine Arbeit, ich packe Karton aus, blaues Textil und wieder und wieder und wieder. Kennt ihr vielleicht, ne? Also blaue Jeanshosen, das ist im Prinzip das Gleiche, nur nicht aus Baumwolle, sondern halt aus Schafwolle hergestellt. So. Es gibt natürlich außer in den Salzbergwerken noch andere Möglichkeiten, wo ich Textilien finde. Und das sind vor allem auch Gräber. Menschen sterben, werden bestattet, Archäologen kommen und buddeln die toten Menschen wieder aus. Das ist im Prinzip unsere Berufsbeschreibung. Ich mache das eher weniger, ich setze dann lieber am Schreibtisch und gucke Serien, wie ihr wisst. Hab aber natürlich die Möglichkeit, in diesen Gräbern doch noch Textilien zu finden. Und Leute, ich sage euch,
da kommen die krassesten Sachen raus. Die Textilien, die sind fein, ja, die sind schön, das ist eine super Qualität. Die werden ja mit dem nicesten Kram beerdigt, jetzt nicht nur mit dem obersten Lumpen, nein, die sind top und ich flippe immer völlig aus, wenn ich die sehe. Und jetzt zeige ich euch mal eins von diesen tollen Beispielen aus diesen Gräbern. Pass auf. Tada! Ja. Ja, es ist ein verrosteter Klumpenmetall. Wir können es nicht besser beschreiben. Aber auch das ist ein Textil, da ist was Textiles dran. Handmade, CO2-neutral, Top-Qualität, super hergestellt, alles tippitopp, wunderbar und fein. Es ist nur leider verrostet, aber genau deshalb hat es sich auch erst so erhalten. Ja? Das originale organische Material ist von diesem Rost, von der Patina des Metallstücks, was da dran ist, komplett umschlossen. Da ist eigentlich gar nichts mehr Organisches vorhanden und trotzdem kann ich damit noch allerhand feine Analysen feststellen. Und Leute, ich sag's euch, wenn ihr euren Vintage-Strickpullover vom Flohmarkt nehmt, ja, und den hier auf einer nicht versiegelten Fläche an der Universität irgendwo verbuddelt und 3000 Jahre lang wartet, dann sieht es auch nicht besser aus. Wird sich nicht erhalten, keine Sorge. Ich will aber trotzdem rausfinden, meistens aus welchen Materialien die sind. Bei den Salzbergwerk-Textilien geht es ziemlich einfach. Ich nehme mal Proben und dann gehe ich zum Rasterelektronenmikroskop. Bei mir im Museum in Wien ist das so ein großer Kühlschrank im Prinzip mit einer ganz kleinen Tür. Und da kann man dann immer diese ganzen Funde reinschieben. Es sei denn, sie sind sehr groß, dann geht das natürlich nicht. Und bei den Salzbergwerk-Textilien kommt dann so ein Bild dabei raus. Also ist schon klar, dass es ohne das Schaf da ist. Ne? Ich wollte es nur mal klarstellen. Wer sich im Studium oder bei den Prüfungen schon mal die Haare gerauft hat, der wird irgendwie wissen, das kommt mir vielleicht bekannt vor, habe ich schon mal des Näheren betrachtet. Ja, auch das ist ein Haar, jetzt nicht vom Menschen, aber vom Schaf, wie ihr sehen könnt. Ich kann dich identifizieren, ist kein Problem, macht total Spaß. Jetzt gucke ich mir natürlich auch noch diese hässlich schönen Rostklumpen an, das muss ich ja auch irgendwie machen. Und wir in Berlin würden sagen, das Bild, das ist ein Gefund, hackt es irgendwie, das passt nicht zusammen. Wie sieht denn das aus? Wo ist denn da die Faser? Sie ist schon da. Sie ist schon da, man kann sie nur schwer erkennen und deshalb studiere ich ja auch, um euch dann zu sagen, da ist auch eine Schaffaser irgendwo mit dabei. Vertraut mir einfach. Ist gut, ne? Wenn Leute sagen, vertraut mir einfach. Macht total gut. Okay, was ihr vielleicht gemerkt habt, ist, dass diese ganzen Textilien jetzt nicht unbedingt grober Lumpen sind. Ne? Wir haben herausgefunden, dass es auch Schafwolle gibt als Verarbeitung, es gibt aber noch mehr. Lein, Hanf, also Lein und Flachs, Hanf, Schafhaar, Ziegenhaar, Pferdeschweif, alles Mögliche können wir in diesen Textilien nachweisen, was als Fasertextil irgendwie benutzt worden ist. Das ist total super. Was die Menschen auch alles hatten in der Eisenzeit, das war ja nicht irgendwie alles nur grober, billiger Scheiß. Nein, die hatten Metall, Gold, Glas, Salz, Bernstein und auch feine Textilien. Ich behaupte jetzt ziemlich viel, ich weiß, aber ich bin ja auch Wissenschaftlerin, ich bringe auch dann nochmal irgendwie eine Grafik mit. Und ich habe euch mal so einen kleinen Auszug von einem diesen Gräberfeldern mitgebracht, die ich untersucht habe und habe dort gemessen, wie fein sind denn eigentlich diese gesponnenen Fäden. Ja, und hier so der Peak ist so bei ungefähr 0,3 bis 0,4 Millimeter. Das ist fein. Nur mal zum Vergleich. Alles, was ihr tragt, jede Socke, jeder Schlüpper, alles, was ihr anhabt, das Industriegarn, liegt ungefähr so bei 0,1 Millimeter. Und auch diese Qualität kennen wir bereits in der Eisenzeit vor über 2500 Jahren. Und zwar handmade und nicht mit der Maschine irgendwo in Bangladesch. Ihr seht also, ja, super, kann man machen. So einen Faden zu produzieren, der 0,3 mm fein ist, ist ein Skill. Das ist eine Fähigkeit, die heute beinahe ausgestorben ist. Und jetzt stelle ich mal die richtig unangenehmen Fragen. So, wo sind hier die ganzen Do-it-yourselfler und die ganzen Leute, die sich gedacht haben in ihrem Leben, ich probiere mal schon mal so einen Faden herzustellen. Händchen hoch, wer das schon mal gemacht hat. Frankfurt, enttäuscht mich nicht. Ja, da sind sie, da sind die Nerds, da sind auch noch ein paar. Andere Seite. Ja, ich sehe euch. Frankfurt, super! Hey, hallo, ihr habt einen Einblick davon bekommen, wie es ist, ein Kleidungsstück herzustellen. Es ist anstrengend. Es ist total anstrengend und es ist nervig, es dauert lange. Aber die Menschen haben es trotzdem gemacht und vor allem in einer Qualität, die ist unfassbar. Sie haben Fasern benutzt, die sind alle organisch, gab es ja auch nichts weiter,
Aber in den letzten 1000 Jahren haben wir uns dazu entschieden, all das nicht mehr zu machen. Ja, es wurden dann so schöne Dinge erfunden wie Polyamid zum Beispiel. Und Leute, ich komme aus Berlin, ich war am Frankfurter Hauptbahnhof. Ich kenn's, ja, Jogginghose, 3 weiße Streifen an der Seite, beste. Aber Archäologen in 3000 Jahren, die haben kein Problem mehr damit, eure Sachen zu identifizieren und zu finden, weil das nicht verrottet. Ja, bleibt so da, einfach so liegen. Das Problem ist, dass die Nachhaltigkeit oder der Gedanke an nachhaltigen Fasern, Recycling, Wiederverwerten, das ist nichts Neues. Das hat kein Startup irgendwo in einem Hinterhof erfunden heute. Braucht man sich gar nicht feiern lassen. Das war schon vor mehr als 3000 Jahren da. Wir haben es nur vergessen. Einfach vergessen. Naja. Ich will euch jetzt gar nicht so deprimiert zurücklassen. Ich hoffe, ihr wisst, dass Fast Fashion es uns viel zu einfach macht. Und das größte Problem dahinter ist, ich möchte euch vielmehr zeigen, wie ich jetzt eigentlich dieses Bild gestalte, von dem ich euch immer erzählt habe, wie die Menschen eigentlich ausgesehen haben. Und wir haben manchmal Glück, dass wir auf Abbildungen auch noch Menschen sehen, wie sie ungefähr ausgesehen haben könnten. Und mit all diesen ganzen Informationen, die puzzle ich dann zusammen und erstelle mir ein Bild. Und dieses Bild zeigt euch heute meine Freundin, vielleicht schon gefragt, wenn ich mitgebracht habe, das ist die Uschi. Ja, Applaus für Uschi einmal kurz. Ja. Und Uschi werden wir jetzt gemeinsam enthüllen und ich freue mich total, dass sie schon geübt hat, so einen Trommelwirbel zu machen, denn das machen wir jetzt und auf 3 enthüllen wir die Uschi. Trommelwirbel. 1, 2 und 3. Danke, danke. Ja. Das ist die Uschi, das ist die Eisenzeit-Uschi, die ich euch heute vorstellen möchte. Wir gehen einmal durch, was sie überhaupt anhat. Ihr könnt oben am Kopf sehen, sie hat so eine Kopfbedeckung, das sieht man auf den Abbildungen auch, nennt das Schleier, Kopftuch, wie auch immer. In einem schönen Hellblau, ne? Ihr kennt die 50 Shades of Blue, die ich euch gezeigt habe, ist mal eine hellere Version. Pflanzengefärbt, tippitopp, wunderbar, auch aus Wolle hergestellt. Wir haben so ein Kleid, es nennt sich Peblos. Das kommt so ein bisschen aus der Antike, ist aber in der Zeit ganz modern, in einem Karo-Muster. Ja, auch das Karo haben nicht die Schotten erfunden, da gab es vor ein paar Jahren echt mal einen richtigen Streit, als festgestellt worden ist, dass das Karo-Muster aus Hallstatt älter war als die ältesten Schottenmuster in Schottland. Ja, das war hart für die. In einem schönen Rot mit so ein paar grünen und roten Akzenten. Dann haben wir das Ganze getoppt mit einer Glasperlenkette. Das ist eine Replik von einem Original. Die wiegt ungefähr ein 1/2 Kilo. Ich weiß nicht, ob Leute, die im Jahre 2012 so in der Mode drin waren, ich schon. Es gab damals diese Statement-Ketten. Ich habe sie sehr gerne getragen. Kommt alles wieder, wie man merkt. Wir haben so einen schicken Metallgürtel, der blitzt und glänzt, ist aus Messing oder Bronze hergestellt und von Weitem könnte man dann schon sehen, so, wer da angewackelt kommt, die ist richtig scharf. Ja? Also das ist so das It-Piece schlechthin. Wir haben rechts und links hier oben noch die Fibeln, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, hoffe ich mal. Die habe ich am Anfang gezeigt. Das ist einfach dafür da, dass das Ganze nicht runterrutscht. Und das ist das Bild, was ihr euch einprägen könnt für die Eisenzeit. Vergesst die ominösen Leder- und Nietenbesätze, Schaffelle irgendwie wild am Körper drapiert. Der Lederbikini müsst ihr nicht unbedingt vergessen. Ich weiß nicht, in Berlin gibt es das Berghain und das KitKat. Das eignet sich total gut. Also hebt's auf, würde ich nur sagen. Ne? Zieht's dafür lieber an. Aber das ist die Eisenzeit. Prägt euch bitte dieses Bild ein und ich bedanke mich. Einen schönen Abend noch. Ronja Lau. Ronja Lau und Uschi. Sehr, sehr schick. Gefällt mir. Doch? Sehr geschmackvoll, Uschi. Ja, oder? Aber nächstes Mal ziehst du das an. Ne? Man will ja noch ein bisschen wissenschaftlich wirken, so ist ja, ja nicht. Stimmt. Ich zieh's heimlich zu Hause an. Okay, dann liebe Wertungsrüppchen, einigen Sie sich wieder auf eine Punktzahl für den Slam-Beitrag von Ronja. Einigen Sie sich. Einigen Sie sich und Happen hoch. So, 5, 6 sind 11 und 5 sind 16 und 5 sind 16.
sind 21 und 5 sind 26 und 5 sind 31 Punkte für Ronja. Korrigiere mich. 31 Punkte für Ronja und Uschi. So, und jetzt bitte ich Sie für Ronja und Uschi um Ihren Wertungsapplaus. So, Mina, was hast du Schönes? 103,2. Theresa hat 103,9 Dezibel. Bitte festhalten. Ja, das war Ronja und Uschi. Dankeschön. So, Halbzeit. Zumindest das, was die Slams betrifft. Wir haben drei hinter uns und die waren doch mega, oder? Drei kommen noch und die werden garantiert genauso super, denn wie Sie wissen, wir bieten ja Ihnen die Besten. Genau, bevor weiter geslammt wird, lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen sacken bei einem kleinen Halbzeitprogramm. Und wie beim Super Bowl ist die Halbzeit ja die beste Sendezeit. Und dafür gibt es niemand Besseren als Team Scientastic mit einem weiteren Ausschnitt aus ihrer Science Show. Team Scientastic, ich bitte euch. Ah, dauert noch ein bisschen. So, ich habe meinen Kittel vergessen. Ganz schlechter Physiker bin ich. Soll ich den Wagen mitnehmen? Ja, bitte. Wie bitte? Ich glaube, das passt. Das Ding vielleicht noch zur Seite schieben. Das war's. Danke, danke. So. Danke. Genau, wir sind nämlich wieder da. Wir haben noch kurz was vorbereitet. Noch ein Bild aus der Experimenta. Ein Alleinstellungsmerkmal der Experimenta ist das begehbare Auge. Besucht es, wenn ihr noch nicht da wart. Noch kurz uns, ich habe nicht gesehen, so manche haben so einen Instagram-Account. Der ist unser Logo. Wir haben auch Instagram. Man kann uns, nennt man das Folgen? Ich habe keine Ahnung. Was sagen die jungen Leute heute? Was sagen die jungen Leute? Folgen? Folgen, oder? Wir sind noch nicht so lange mit Social Media bewandert. Man merkt es an unseren Posts. Die sehen aus, als hätten das zwei ältere Herren gemacht, was ja auch stimmt, aber egal. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, ja? Wir wechseln auf die Kamera. Yeah. Ready? Ready. Wir machen mal ein paar Sachen hier noch weg, damit wir Platz haben. Du kannst damit direkt nach vorne, würde ich sagen. Jo. Der erste Teil, wir haben jetzt für den zweiten Teil der Show extra viele Experimente zum Thema flüssigen Stickstoff mitgebracht. Wie gesagt, wir haben 40 Liter, der muss weg. Kann man so schlecht einatmen. Ja. Und da dachten wir, wir machen ein paar Experimente damit. Aber als Einführung ein bisschen noch was aus der Elektrodynamik. Wir sind ja Physiker, sogar Plasmaphysiker. Und ja, das ist so unsere Welt. Der André hat extra das Experiment vorbereitet. Der hat hier nämlich was dabei. Und ich schiebe das hier rüber und ich übergebe an André. Das ist nett von dir. Bei der Gelegenheit machst du mir das einmal voll mit Stickstoff, wenn der schon weg muss. Sie. Brauche ich gleich auch noch. Jawohl. Okay, Philipp sagte, Plasmaphysiker. Plasmaphysiker beschäftigen sich so mit Elektromagnetismus. Ja. Und ich meine so, Magnetismus, das kennt man ja aus der Alltagserfahrung. Früher hatte man vielleicht auch so magnetische Spielzeuge. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Geomex oder sowas. Da kann man sich so ganz coole Gerüste draus bauen.
Wir haben auch einen Magneten mitgebracht, allerdings eine ganz besondere Art, denn diesen Magneten hier, den können wir ein- und ausschalten, ein sogenannter Elektromagnet. Der ist jetzt gerade noch inaktiv. Und aus unserer Erfahrung wissen wir ja, dass es Materialien gibt, die sind magnetisch und solche, die es nicht sind. Ganz prominente Metalle, die nicht magnetisch sind, das ist beispielsweise Aluminium. Und ich habe hier einen Aluminiumring mitgebracht. Das Ding ist jetzt zwar grün eingepackt, warum das so ist, das sage ich gleich noch. Entscheidend ist hier vorne, man sieht, dass es metallisch ist. Und wir haben diesen Aluminiumring präpariert, dass wir ihn hier über unseren Elektromagneten drüberlegen können. Und das Erstaunliche ist, dass obwohl es Materialien gibt, die nicht magnetisch sind unter normalen Umständen, können wir doch so eine gewisse Art von Magnetismus erzwingen, indem wir jetzt hier, wie in diesem Fall, einfach mal unseren Elektromagneten einschalten. Wir schauen, was passiert. 3, 2, 1 und los. Beeindruckend, nicht wahr? Ja, dankeschön, genau. Dieser Aluminiumring, der fliegt einfach davon, in dem Moment, in dem wir ein wechselndes Magnetfeld einschalten, hier in unserer Spule, in unserem Eisenkern. Das nennen wir die Lenzsche Regel. Es wird wiederum nämlich ein Strom in diesem Aluminiumring induziert, der wiederum ein Magnetfeld mit sich bringt. Die wechselwirken miteinander, aber sie stoßen sich voneinander ab. Und was wir jetzt mit Hilfe von unserem flüssigen Stickstoff machen können, ist, wir ändern eine Eigenschaft von unserem Aluminium, die wir als den ohmschen Widerstand bezeichnen. Wir gucken nämlich mal, ob wir diesen Effekt ein bisschen auf die Spitze treiben können. Buchstäblich. Übrigens, ein schönes Experiment. Die Experimente hat es jetzt seit kurzem auch im Haus. Ich glaube, diese Woche ist es eingeweiht worden. Am Dienstag. Am Dienstag, genau. Der Ringsprungversuch, den kann man sich da auch ansehen. Es ist sowieso immer einen Besuch wert. Und es gibt jetzt viele neue Exponate, auch zu diesen Themen hier. Wir werden das jetzt allerdings ein klein bisschen nach oben skalieren, ich sagte es ja schon. Dazu habe ich den Ring einmal hier in unseren flüssigen Stickstoff geworfen. Wir müssen kurz warten, bis er auch die Temperatur angenommen hat. Es zeigt sich immer dann besonders gut, wenn der flüssige Stickstoff aufhört zu kochen. Das heißt, der Ring, der hat dann die gleiche Temperatur. Und wenn wir den hier rausnehmen, dann sehen wir den schon so schön ominös dampfen. Ich halte ihn nochmal kurz rein und lege ihn dann über unseren Elektromagneten. Der ist deswegen isoliert, dass man ihn immer noch gefahrlos anfassen kann, wenn man ihn abkriegen sollte. Aber ich möchte nicht dazu einladen, das zu tun, egal wo er jetzt landet, okay? Wir versuchen es ein weiteres Mal und auf 3 schalte ich den Strom ein. Also 1, 2 und 3. Philipp, fang. Er ist kaputt. Wo ist er? Ist er? Ist er zerbrochen? Nur die Isolierung. Die Isolierung ist ab. Okay, nicht so schlimm. Legen ruhig nochmal drauf. Wir geben ihm noch einen Versuch. Genau, schauen wir uns nochmal an. Ich habe gar nicht gesehen, wie hoch der gekommen ist. Also 1, 2, 3 und los. Ah, jetzt schon nicht mehr ganz so hoch. Hast du unsere Sachen kaputt? Ja, deswegen höre ich jetzt besser mal auf damit. Ohmscher Widerstand hatte ich ja gerade gesagt. Denn wenn ich den ohmschen Widerstand von dem Ring klein mache, dann kann auch ein größerer Strom fließen, größeres Magnetfeld, größere Abstoßung. Und deswegen kommt er hier fast bis zur Decke. In den Experimenten haben wir mal den Beamer getroffen. Aber der hält das schon aus, oder? Seitdem haben die einen neuen Beamer. Und immer ein paar auf Reserve da, ja. Genau. Kommen wir zu unserem nächsten Experiment. Wir bleiben beim flüssigen Stickstoff und da möchte ich kurz zum Philipp überleiten, denn der Philipp, der hat einen grünen Daumen. Wenn man ihm das vielleicht nicht so auf den ersten Blick ansieht. Der Philipp, der baut nämlich zu Hause an. Gemüse. Gemüse. Moment. Gemüse baut er an. Und er hat uns auch ein bisschen was von diesem Gemüse hier mitgebracht heute. Ja. Gerade genau. Nochmal die Kurve gekriegt, Mensch. Selber angebaut und natürlich in Papier verpackt und mit Rewe-Etikett drauf, egal. Ja, genau. So wie er sie zu Hause am liebsten aufzieht. Und wir testen ja ganz gerne Hypothesen in der Physik und wir dachten uns so, gerade wenn es um Pflanzen geht, da setzt man ja häufiger mal Dünger ein und es gibt ja bekanntermaßen Flüssigdünger, es gibt Stickstoffdünger und wir bringen jetzt mal das Beste aus zwei Welten zusammen, flüssigen Stickstoff. Dünger. genau. Dazu haben wir auch handlich schon unsere Gießkanne vorbereitet. Ja. So muss eine Gießkanne aussehen. So muss die aussehen, genau. Die gebe ich mal an dich weiter. Nimmst du kurz das Gefäß hier weg? Ja, warte kurz. Dann sieht man hier ein bisschen besser. Mhm. Ja, nur ein bisschen zur Seite. Danke. So, dann gießt man seine Pflanzen, so gehört es sich.
vielleicht die Spule weg. Der Handschuh weg. Alles weg, oder? Alles weg. Was hält denn so ein Boden hier aus? Finden wir es raus. Also, wir haben ja genug von dem Zeug dabei. Nicht der erste Boden, den wir auf dem Gewissen haben. Auch nicht der letzte. Guck mal, die sehen eigentlich echt fit aus, oder? Ja, ja. Also, noch scheinen sie es auszuhalten. Ja, komm. Bei der einen helfe ich nochmal nach. Du kannst was nachkippen und bei dem hier... Ja, was denn? Wir haben in der Physik einen Leitsatz. Viel hilft viel. Erster Hauptsatz mehr. Der Thermodynamik, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ein gesunder Basilikum. Ups. Ups. So macht man Pesto, wollte ich nur sagen. Nein, so machen wir Pesto. So machen wir Pesto. Das Problem ist, okay, der Basilikum ist voller Wasser, das Wasser gefriert, der Basilikum wird steif, starr und zerbricht natürlich, sobald ich da Kraft auswirke. Und apropos, warum hast du meine Banane da reingeworfen eigentlich? Oh, ist es dir aufgefallen, okay. Ja, ist ja, mir aufgefallen. Ich wollte sie haltbar machen für dich. Inwiefern haltbar? Also konservieren, du weißt schon. Ja, und wie soll ich sie essen? Ja, du kommst da nicht mehr dran, deswegen ist die ja jetzt konserviert. Die ist jetzt haltbar. Ja, richtig schlechter Witz. Ja. Hey, aber Dienstag, dafür stehen wir mit unseren Namen. Ja, oh, genau. Gott. Kein Niveau zu niedrig, kein Experiment zu gefährlich. Keine Gage zu hoch. So war das. Ja. Wir müssen nur ein bisschen Zeit totschlagen, bis diese Banane da durchgefroren ist, weil die nämlich unser nächstes Experiment repräsentiert. Die ist noch ganz wild am Kochen da drin. Wir haben das mit dem Basilikum jetzt gerade ganz schön sehen können. Der ist aus, also einem sehr großen Teil, aus Wasser. Das Wasser friert ein und der zerspringt dann wie Glas. Der ist richtig spröde. In so einer Banane ist natürlich auch jede Menge Wasser drin. Die hat aber eine ziemlich dicke Schale, also müssen wir erstmal warten, bis die Temperatur bis auf den Kern wirklich abgesunken ist, auf diese minus 200 Grad. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor heute Abend. Deswegen würde ich sagen, wir holen sie einfach, ja, vielleicht jetzt schon raus und demonstrieren damit die Eigenschaft einer Banane, mit der bestimmt niemand gerechnet hat. Das ist der Team Scientific Haushaltstipp Nummer 2. Also neben dem Pesto kommen wir jetzt, na, ich kann das gar nicht greifen mit dem Handschuh, kommen wir jetzt zum Handwerkertipp. Und zwar, wenn uns zu Hause mal der Hammer ausgeht. Der Hammer ausgeht. Oder wenn man ihn verliehen hat oder sowas. Einfach die Banane aus dem Werkzeugkoffer holen. So. Und dann gib ihm. Und wie ist es schmecken? Soll ich sie lutschen, oder? Ja, aber vorsichtig. So. Danke, die esse ich später. Was jetzt interessant ist an der Banane, die Fruchtzellen sind geplatzt, auch durch die Flüssigkeit da drin. Die Banane, wenn sie dann auftaut irgendwann, die riecht dann richtig extrem nach Banane. Da ist dann die bananigste Banane dieser Hemisphäre, weil dann so alles rauskommt. Das ist richtig gut. Gut, die wird auch automatisch sofort braun, nur so zur Info. Aber schön ins Müsli rein, wenn es aufgetaut ist. Genau, ich würde sagen, dazu können wir auch noch was ganz Schönes zeigen, denn ich meine, wir haben ja jetzt alles da mal reingesteckt, außer uns selbst. Tolle Idee. Und ja, wir hatten vorhin auch einen Menschenversuch mit dem Puppenkopf da, ne? Also ich habe den jetzt irgendwo verlegt, ich fürchte, du musst herhalten, ist okay, oder? Und wie erkläre ich das der Versicherung? Wisst ihr, wie schwer es ist, der Versicherung überhaupt zu erklären, was wir hier machen? Was machen Sie? Ja, wir arbeiten im flüssigen Stickstoff. Okay, Sie sind also Clowns. Ja. Ja, okay. So in der Art, genau. Komm schon, Philipp. Also, ich brauche jetzt kurz mal deine Mithilfe, ja? Wir demonstrieren jetzt mal, wie ungefährlich das ist. Ja, doch, komm. Deswegen kriegst du Handschuhe und Schutzbrille. Ja, klar. Und ich nicht. Ja. Such dir mal eine Hand aus, die dir besonders gut gefällt. Und denkst du, ich bin so manipulierbar? Ja, eigentlich schon. Das will keiner sehen hier. Das wollen wir sehen, oder? Doch, natürlich. Natürlich. Das Publikum. Hartes Publikum. Ich ziehe die Uhr nur aus, die war teuer. Ja, die Hände gab es gratis, genau. So. Komm, beide Hände. Viel hilft viel, komm. Schutzbrille. Für die Versicherung natürlich. Die Versicherung. Ja. Und los geht's.
So, der Grund, warum wir jetzt nicht ein 3D-Puzzle haben, liegt, der war böse, liegt daran, dass mich hier der Leidenfrost-Effekt beschützt hat. So eine ganz, ganz dünne Gasschicht ist entstanden, wo der flüssige Stickstoff rüberfließen konnte. Wie so der heiße, die heiße Herdplatte, so früher Herdplatte, nicht so Induktionsdinger, mit so dem Wassertropfen da drauf, der so anfängt zu zittern, zu tanzen, da ist so diese Gasschicht drunter. Es kann auch schief gehen, ist uns auch mal schief gegangen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, hummerrote Hände hatten wir. Mhm. Wollen wir zum... Wir können ihn noch tauchen lassen, oder? Den lassen wir noch tauchen. Den lassen wir noch tauchen. André hat ein tolles Hobby, weil wir von der Versicherung als Clowns betitelt wurden, dachten wir uns, wir machen auch Ballontiere. Genau. Ihr lacht, wir machen es wirklich. Es kommt sehr gut an. Ja, ja, der hier hat sogar ein Gesicht gekriegt von mir. So, kann man es sehen? Ja, schön, oder? Wo ist denn sein Mund? Ja, auf der Schnauze, wo er hingehört. Ist das falsch, oder wie? Wir sind keine Biologen, man merkt. Schon lange keinen Hund mehr gesehen. Okay, wir gucken jetzt mal, was mit dem Hund im Winter passiert, wenn man ihn im Zwinger übernachten lässt. Wenn es draußen so richtig kühl wird. So, wir warten kurz. Mhm. Den hast du eiskalt erwischt. Ja. Ich habe ihm keinen Namen gegeben, deswegen fällt mir das jetzt nicht so schwer. Aber wir gucken mal. Oh. Ja, aber der erholt sich ganz schnell wieder, ja? Also warten wir nochmal kurz und zack. Okay, ja. So fein gemacht. Hier, nimm ein Stück Banane. Also. Und danach lassen wir noch frei. Ja, genau. Der Hund. Schön. Genau. Kälte, Wärme ist nichts anderes als Bewegung von Teilchen. Die Luft zieht sich zusammen und der Hund wird dadurch, platt. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Finale. Zum Finale. Jawohl. Dafür haben wir hier was vorbereitet, was ich jetzt mal hier rüber schiebe. Jetzt ist es nicht mehr rutschig. Das brauchen wir gleich wieder. So, ein Fässchen haben wir. Oh Gott. Lassie, was ist los? Was ist passiert? Das ist nie passiert, ja? Das ist unser Geheimnis. So. Am Ende kommt noch Peter und beschwert sich oder so. Wieder, ja, genau. So. Was wir jetzt hier haben, das Fass, ich hole mal die Handschuhe dazu. Hier haben wir ein Fass voller Bälle. Wie viele sind es? 199. Passend. Ja, genau, aus gutem Grund. Der physikalische Verein ist nach meinen Informationen 199 Jahre alt, oder? 200 Jahre. Wird es jetzt? Wird 200, sehr schön. Und zur Feier des Tages haben wir nämlich genau 199 Bälle hier reingepackt. Denke ich, wir haben es nachzählen lassen. Johnny, stimmt's? Er schüttelt den Kopf. Ja, circa. Ich würde noch ein bisschen zurückgehen vielleicht. Das ist, ja, genau. Gut, was wir jetzt machen, ist eine kleine zweite Explosion. Warum nicht? Und wir haben eine kleine Flasche hier, die ist leer. Da packen wir jetzt flüssigen Stickstoff rein. Und dann gucken wir, was passiert. Ja. So. Was für eine besondere Eigenschaft hat denn der Stickstoff, dass da überhaupt das funktioniert? Genau, der Stickstoff, der geht bei diesen Temperaturen ja sofort in die Gasphase über. Und er macht das mit einem Faktor von ungefähr 1 zu 700. Bedeutet, ein Liter flüssiger Stickstoff ergibt langsam. 700 Liter Gas. Und man kann sich vorstellen, dass 700 Liter schlecht in so eine 1,5 Liter PET-Flasche reinpassen. Du hast aufgepasst in Mathe. Ich habe aufgepasst in Mathe, ja. Das reicht aber noch nicht ganz, würde ich sagen. Reicht noch nicht? Energiegießkanne. Moment. So. Ich habe es gehört, Brille. Ich weiß, die ist da. Ja, doch, jetzt könnte es reichen. Ja? Ja. Ja? Ja. Okay. Du schraubst du nicht, ich. So. Was? Ja. Warum? Nehm das mal weg. Ja, okay, einer muss es die Brille auf. Am liebsten würden wir bei dem Versuch einen Motorradhelm tragen. Also am liebsten wäre ich bei dem Versuch da draußen. Ja. Wir können ja gleich abhauen. Wir stecken das schnell da rein und dann sind wir weg. Deckel. Ich brauche zum Schrauben. Oh Gott. Okay. Ja?
Noch ein paar letzte Worte oder so? Mein Testament steht schon. Okay. Tschüss. André, ich würde da weggehen. Ja, ja. Das letzte Mal hatte ich so an die, ich weiß nicht, 60 Sekunden Zeit dafür. Also, die Flasche dehnt sich jetzt aus. Der Stickstoff bekommt immer mehr durch das Gas an Volumenzuwachs. Und irgendwann reißt es die Flasche auf. Die Bällebadbälle federn natürlich diese Explosion. Und es kommt zur, hoffentlich, zum Knall. Das Schwierige ist, man kann es nicht vorhersagen. Also... Und reingucken ist doof. Reingucken ist, ja, echt nicht so schlau. Wir haben das präpariert. Wir haben etwas Wasser vorher in dieses Fass geschüttet, einfach damit ein besserer Kontakt zwischen André holt dem Stickstoff und dem Stickstoff besteht. Genau. Tom. Wir sind Profis, man muss uns glauben. Ja. Ich könnte noch Wasser draufkippen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was hier vorne. Ja? Bei meinem Glück fliegt mir das jetzt um die Ohren. Ich hör's spuren. Okay. Jedes Mal, wenn er neben dran steht. Jedes Mal. So, genau. Und ich bin schon mehrere Male gestorben, ja. So. Und mit dem Experiment wollen wir uns auch verabschieden. Wir hoffen, es hat euch einen Spaß gemacht. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Wer macht das jetzt sauber? Ich nicht. Ich habe noch was zu tun. So. Ja, wir nehmen das. Vorsicht. Wie gesagt. Ja, Vorsicht, Vorsicht, nass. Wir nehmen mal die Bälle rüber. So. Also vielleicht die netten Damen und Herren vom Astro-Club, dass die vielleicht ein bisschen helfen. Ja, genau. So, ich gebe dir mal den Besen. Nun ja. Ja. Oder so. Also nochmal einen dicken Applaus für Team Scientastic. Jungs, ihr seid super, super witzig, war sehr toll. Und besuchen Sie die Experimenta, Hamburger Allee 22, hier in Frankfurt-Bockenheim, Nähe Messe. Gut, dann wird hier noch ein bisschen aufgeräumt, aber wir lassen uns am besten weiter beslabben. Drei von den Besten der Besten der Besten haben wir noch vor uns. Haben Sie noch Bock? Ah. Für die Startnummer 4 bleiben wir in der Physik. Unsere nächste Slammerin, Luz Richtmann, ist Physikerin und unter den Slammern heute die Einzige. Aber mal ehrlich, was wäre ein Science-Slam ohne Physik? Ich als Physiker freue mich da sehr drüber, dass die Physik heute auch dabei ist. Luz, bist du bereit? Drücke. Mikro hast du? Präsentation läuft. Dann würde ich sagen, den langen, weiten Weg von Hannover nach Frankfurt. Hier ist Luz Richtmann mit Winzigste Teilchen auf Abwägen. Ja, hallo, ich bin Luz, ich bin Physikerin und ich frühstücke richtig gerne ausführlich. Und kennt ihr dieses wunderbare Geräusch, wenn man so ein frisches Brot aufschneidet? Das ist der Proton. Und ein guter Freund von mir heißt ganz ähnlich, das Proton. So ein Proton ist wirklich winzig klein. Ich denke, es sieht ungefähr so aus,
Ganz wichtig ist, es ist positiv geladen. Protonen sind Teile von Atomkernen. Alles in unserer Welt ist auf ihnen aufgebaut. Aber es gibt einen Ort, da dürfen sie auf eine Rennbahn. Und ich durfte eine Weile in dieser Protonenrennbahn mitarbeiten. Wollt ihr sie gemeinsam mit mir besuchen? Dann lasst uns an die schweiz-französische Grenze fahren. Oh, schaut mal, das ist so schön. Da kann man sogar den Mont Blanc sehen. Hier ist die Rennbahn. Sie ist ein Teilchenbeschleuniger, der die kleinen Protonen mit fast Lichtgeschwindigkeit im Kreis fliegen lässt. Er heißt Large Hadron Collider oder kurz LHC. Und eigentlich ist es kein gelber Kreis an der Landkarte, sondern er liegt in einem Tunnel 100 Meter unter der Erde, der 27 Kilometer im Kreis geht. Also wir haben heute eigentlich schon einen ganz netten Teilchenbeschleuniger gesehen. Warum zur Hölle bauen wir jetzt 27 Kilometer Tunnel im Kreis? Also es ist so, die Protonen laufen nicht nur in einer Richtung durch den Beschleuniger, sondern in zwei. Und damit können wir sie aufeinander prallen lassen. So können wir rausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir können also richtig viel von den Protonen lernen. Und wie man das so mit guten Freunden macht, möchte ich sie dabei auf ihrem Weg begleiten. Von diesen Protonen gibt es nämlich wirklich so richtig viele in diesem Beschleuniger. So viele. Und obwohl das so viele sind, wiegen die alle zusammen nur einen winzigen Bruchteil von einem Haar. Durch diese Beschleunigung kriegen sie aber eine enorme Durchschlagskraft. Diese Winzlinge können nämlich tatsächlich meterlange Löcher in Metall bohren. So kann das Einschussloch aussehen. Also noch ein bisschen mehr als Tischtennisball auf Boden. Ja. Und das muss ich sagen, also das möchte ich wirklich auf jeden Fall vermeiden, weil I love LHC. Um also meinen Freund den Proton und der LHC-Rennbahn eine gute gemeinsame Zeit zu bescheren, müssen wir uns drei Fragen stellen. Erstens, wie lenken wir Proton im Kreis? Zweitens, wie studieren wir mögliche Schadensfälle? Und drittens, welche Lösung gibt es dann? Okay, fangen wir mal an. Wie ist es mit der Kreisbahn? Stell dich vor, ihr wollt zum Kreis fahren, vielleicht mit einer Vespa, und dann muss man dann die ganze Zeit lenken. Und so ähnlich brauchen wir auch den Lenker von Protonen. Das Gute ist, weil die elektrisch geladen sind, können wir für sie einen besonders coolen Lenker verwenden. Magnetfelder. Unser Magnetfeld ist ein bisschen wie so ein Fluss, der hat so eine Richtung. Die Protonen, die sind aber wie die coolen Leute. Die schwimmen nicht mit dem Strom. Die bewegen sich senkrecht dazu. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal alle zusammen an. Bitte alle mal den rechten Daumen nach oben. Ah, das sieht richtig gut aus. Ich hoffe, am Ende gibt es auch noch viele Daumen nach oben. Jetzt zeigen wir einmal nach vorne. In diese Richtung bewegen sich unsere Protonen. Jetzt richten wir einen Zeigefinger nach unten. In diese Richtung brauchen wir ein Magnetfeld. Und jetzt richten wir noch einen dritten Finger senkrecht auf die beiden anderen. Und das ist die Richtung, in die unsere Protonen gelenkt werden. Das heißt, wenn sie sich hierüber bewegen, werden sie hierüber gelenkt. Und dann gehen sie in die Richtung und dann Lenkung nach da. Und wenn man das jetzt lang genug macht, dann fliegen sie einmal im Kreis. Ganz einfach, Teilchenbeschleunigung. Die Kraft, die sie da ablenkt, heißt Lorentzkraft. Und jetzt noch Preisfrage. Wie kriegen wir sie auch noch in die andere Richtung? Mach das Magnetfeld einfach nach oben. Und dann können wir einfach mal in den Tunnel hineingucken. So schaut es da aus. Das Blaue ist der Mantel von diesen Magneten. Das hier ist ein Querschnitt. Und dann haben wir innen drin einmal ein Magnetfeld nach unten und eins nach oben. Und in diesen dünnen Röhren laufen dann die Protonen in die eine Richtung und die andere Richtung. Und wir sehen, da am Ende, da biegt sich was um die Kurve. Also top. Das hat schon mal funktioniert. Zu meiner Frage, wie lenken wir Protonen im Kreis, ist daher meine Take-Home-Message Nummer 1. Wir lenken geladene Teilchen mit Magnetfeldern. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, was zu Schaden führen könnte beim Kreislaufen. Damit schon mal diese schönen blauen Magneten nicht kaputt gehen, schaltet sich im Fall von Temperaturschwankungen ein Schutzmechanismus an. Dafür werden hier Kabel verlegt. Und was fällt auf? Zwei arbeiten, alle anderen schauen zu. Weil dieser Schutzmechanismus aus Kabeln besteht, kreiert er auch ein Magnetfeld. Eins, das keiner haben will, aber es ist eben da. Man macht die Physik auch echt nervig. Und wir haben ja gerade gesehen, was Magnetfelder mit diesen geladenen Teilchen machen. Die ändern so ihre Richtung. In diesem Fall bringen sie aber von ihrer Bahn ab. Das heißt, sie haben jetzt einen Schutz für die Magnete, aber eine Störung für die Bewegung der Protonen kreiert. Und weil dieses Feld die Protonen aus ihrer Bahn kickt, nennen wir es Kickfeld. Und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn so gute Freunde aus der Bahn geworfen werden, da macht man sich Sorgen.
Ich wollte deshalb rausfinden, wie dieses gemeine Kickfeld aussieht. So, und wie machen wir das jetzt? Gucken wir uns die Situation doch mal ganz genau an. Also, da kommt so unser kleines Proton und eigentlich ganz viele davon, so in aller Ruhe, lalala, mit fast Lichtgeschwindigkeit, durch den Beschleuniger. Jeder Punkt hier ist eine Messung, wo es war. Dann kommt es an den Ort, wo sich das Kickfeld anschaltet. Das Feld kickt, also sagt das Proton, ha, das war mein Kick in die Freiheit, ich durchlaufe nicht diese ewig gleichen Bahnen, ich hau ab. Von wegen Freiheit. Die Protonen stecken weiter im System fest, aber sie werden jetzt durchgeschüttelt und dann eiern sie so in Schlangenlinien durch den Beschleuniger. Es könnte aber noch schlimmer kommen. In manchen Fällen könnten die Protonen so weit abgelenkt werden, dass sie in Material reinfliegen und Löcher bohren. Und deshalb, was hat sie so aus der Bahn geworfen? Das Gute ist, auf ihrem Weg durch den Beschleuniger haben die Protonen diese Spuren in unseren Messgeräten hinterlassen. Wir wissen also, wo sie waren. Das ist ein bisschen wie bei die drei Fragezeichen und die mysteriösen Spuren im Messgerät. Und wir haben ja diese Regel, die uns erklärt, wie sich Protonen in Magnetfeldern verhalten. Die gilt immer. In diesem Fall wissen wir, wo sie waren und wir wissen auch, wie sie abgelenkt wurden. Und wir suchen dieses Kickmagnetfeld. Das können wir jetzt eigentlich einfach ausrechnen. Ja, und das sage ich jetzt so lapp, Peter, es wäre so einfach ausrechnen. Ich muss sagen, es war noch ein bisschen aufwendig, aber irgendwann hatte ich dann diesen Vorschlag. Das sieht noch ein bisschen wild aus, aber für uns war das schon mal ein großer Erfolg und deswegen haben wir es auf T-Shirts gedruckt. Ich habe das Ganze dann noch weiter verfeinert und das ist das finale Ergebnis. Hier ist die Stärke des Magnetfelds aufgetragen, wie es sich über die Zeit ändert. Und die bunten Linien sind verschiedene Fälle, die ich untersucht habe. Was sagt uns das denn jetzt? Also diese Protonen umrunden diese 27 Kilometer Ring in einer Sekunde 11.000 Mal. Aber nur nach drei Umrundungen, nämlich hier, kriegen sie einen Großteil von diesem Feld ab. Das heißt, sie werden irre schnell aus der Bahn gekickt. Zu der Frage, welche untersuchen wir möglich Schadensfälle, ist daher meine Take-Away-Message Nummer 2. Wir untersuchen Protonenspuren, um die Schnelligkeit von Kickfeldern zu finden. Und damit komme ich zu meiner Frage 3. Wie finden wir denn eine Lösung für das Problem? Also allgemein gilt, wenn man zusammenarbeitet, werden Aufgaben leichter. Und oft passiert auch ganz schön viel so Arbeit im Hintergrund, die man dann öffentlich gar nicht mehr unbedingt sieht. Auch bei diesem Vortrag zum Beispiel bin ich mega dankbar, dass mich so viele Menschen mit cooler Unterstützung und tollem Austausch begleitet haben. An der Rennbahn gab es zu diesen Protonen-Auf-Abwägen auch richtig viel Austausch. Sie werden ja von einem Kickfeld aus der Bahn gekickt, das entsteht, wenn per Temperaturschwankungen diese schönen blauen Magneten geschützt werden. In so einem Fall müssen wir den Beschleuniger abschalten. Die Protonen werden dann ausgeleitet. Wenn wir es nun schaffen, das ist technisch leider ziemlich schwierig, aber wenn wir es schaffen, sie in kritischen Fällen auszuleiten, bevor das Kickfeld sich anschaltet, dann kriegen sie keine Chance, aus der Bahn zu fliegen und können auch nichts kaputt machen. Ich habe dort in diesem Gebäude gearbeitet. Gerne ging ich doch ganz nach oben, in die Cafeteria, mit der tollen Aussicht. Und wenn ich dann da so saß und den Mont Blanc sah, kamen mir so einige Gedanken. Wenn wir die Protonen rechtzeitig aus dem Ring ausleiten und ihnen damit sozusagen eine Pause geben, können wir Schaden verhindern. Wenn wir auf uns, unsere Freundinnen und Kollegen Acht geben, können wir vielleicht merken, wann wir eine Pause brauchen und Schaden uns verhindern. Ich möchte gerne dazu aufrufen, dass wir uns gegenseitig zuhören, gucken, welche Spuren unsere Arbeit uns hinterlässt und was unsere Kickfelder sind, die uns aus der Bahn werfen. Zu der Frage, wie finden wir Lösungen, ist daher meine Take-Away-Message Nummer 3. Bevor man so sehr aus der Bahn geworfen wird, sollte man eine Pause machen. Nicht nur im Teilchenbeschleuniger. Ich kann euch sagen, dass alles zusammen ist manchmal ein ganz schöner Spagat. Und ich liebe diese Herausforderung. Vielen Dank. Luz Richtmann. Luz Richtmann. Also ich würde sagen, noch nie wurde die Lorenzkraft so cool erklärt. Also, klasse. Nun gut, liebe Wertungsgrüppchen, dann einigen Sie sich wieder auf eine Punktzahl für den Slam-Beitrag von Luz. Einigen Sie sich
Einigen Sie sich. 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 Und Pappen hoch. 5, 10, 15, 20, 26 und 15. 31 Punkte für Luz Richtmann. So. Die Applausometer sind bereit, um wieder zu glühen. Und ich bitte Sie um den Wertungsapplaus für Luz. So, dann schauen wir mal, was die Applausometer sagen. 104 Dezibel, 104,0 bei Mina und bei Theresa gibt es 104,2. Ja. So, wer kennt das nicht? Ein Flugzeug aus irgendeinem tropischen Land landet hier in Frankfurt und an Bord hat sich ein böses, böses Moskito geschummelt, das noch bösere Tropenkrankheiten in sich trägt, Malaria oder noch schlimmer. Das Viech fliegt dann durch unsere schöne, friedliche Stadt und sticht, sticht, sticht. Alle werden krank und sterben. Ob dieses Szenario reine Panikmache war oder doch ein bisschen Realismus dabei ist, erklärt uns Jonas Haller, seines Zeichens Biologe und vom Gesundheitsamt Frankfurt. Und wenn das einer weiß, dann Jonas. Den langweiten Weg von Frankfurt nach Frankfurt. Jonas Haller mit Flughafenmalaria. Wow, so viele Menschen heute hier. Ich freue mich, da zu sein beim größten Science-Slam Deutschlands. Mein Name ist Jonas, ich bin Biologe und ich bin Epidemiologe. Und wie wir schon gehört haben, ich nehme euch mit auf eine kleine Reise. Als ich von dem Science Slam gehört habe, dachte ich mir noch, no problem at all. Doch dann dachte ich mir, wie schaffe ich es, ein glückliches Publikum zu haben? Ich will euch strahlen sehen, ich will euch lächeln sehen, ich will Freude hier im Raum. Und was macht einen glücklich? Ja, wir wissen es alle, kleine Tiere, kleine süße Tiere. Und deswegen sehen wir jetzt einmal drei tolle Bilder von Tieren. Und ich will sehen, dass ihr alle glücklich seid. Den bei seinem kleinen Pinguin. Ja, da geht auch einem das Herz auf. Und, oh ja, das Bambi im Wald, ist es nicht herzallerliebst. Und zu guter Letzt, die Eleganz von einem Papagei, wir kennen sie alle. Doch, wir haben es ja schon gehört und wir haben auch schon einige Vorträge gehört. Bekannterweise sind wir Wissenschaftler doch irgendwie alle ein wenig Nerds. Und weil wir irgendwie Nerds sind, haben wir schon gehört, was ist mein Lieblingstier? Wo ist mein Herz aufgegangen? Nämlich beim Moskito. Ah, jetzt wird es schon zögerlicher hier mit, oh, und oh, wie schön. Aber ich kann euch sagen, ist es nicht wunderschön, perfekt dargestellt? Sogar im Dunkeln anmutig sitzt es da, wunderschön. Ich habe mich, muss sagen, verliebt in dieses Tier. Und ja, wir haben es alle gehört, 2022 gab es ein spezielles Ereignis hier in Frankfurt. Und deswegen erzähle ich euch jetzt etwas über die sogenannte Flughafenmalaria, wie eben aus einer Mücke ein Elefant wurde. Und das Besondere ist, ich möchte euch jetzt den heutigen Hauptteilnehmer darstellen, die Protagonistin. Ihr Name ist Anopheles, besser bekannt als die Malaria-Mücke. Sie mag es warm, sie mag es kuschelig, sie mag es feucht. Und wo findet man das besonders? In den Subtropen und in den Tropen. Und das Besondere auch bei Mücken ist, die weiblichen Mücken, die stechen die Menschen. Das heißt, wir sehen hier ein Prachtexemplar von einer weiblichen Malaria-Mücke. Das Problem ist jedoch, wir haben jetzt eben alle gelacht und gesagt, oh, ja, schönes Tier, aber sie kann halt eben auch Malaria übertragen. Eine bekannte tropische Infektionskrankheit, die eben zum schweren Verlauf führen kann. Und
Malaria in Frankfurt oder beziehungsweise in Deutschland, in Europa, ist seit den 70er Jahren, gibt es das nicht mehr. Es gibt es vor allen Dingen in Westafrika, in Zentralafrika, aber auch in Südamerika, jedoch eben nicht in Europa. 2022 im Sommer bekamen wir die Meldung, es kam die Big News, die Hessenschau meldete Fälle von Flughafenmalaria in Frankfurt. Das RKI sagt, es gab 2 akute Infektionen von Malaria. Doch was ist passiert? Was hat sich hier ereignet? Und deswegen nehme ich Sie mit auf eine Reise. Auf eine Reise, wo wir erstmal noch einen Begriff definieren müssen, nämlich autochthon. Was bedeutet autochthon? Es ist in Frankfurt passiert. Eben nicht irgendwo in Afrika, es ist keiner gereist, sondern die Personen haben sich in Frankfurt angesteckt. Deswegen dieser Begriff. Ich möchte, wenn wir alle hier rausgehen und ich irgendjemand frage, was heißt autochthon, dass ihr wisst, es ist in Frankfurt passiert. Es sehr gut. Und jetzt lernen wir endlich sie kennen, die Hauptprotagonistin. Wir lernen sie kennen, Ama. Ama, eine kleine Mücke aus Ghana. Sie hatte beschlossen, sich auf eine lange, beschwerliche Reise zu machen. Von Ghana bis nach Frankfurt. Und auf diese Reise nehme ich sie jetzt mit. Ghana liegt in Westafrika. Wir hatten es vorhin gesehen, bekannt für hohe Inzidenzen. Ja, das Wort Inzidenzen, wir kennen es alle von Corona, wir sind es alle leid. Aber hier wichtig zu wissen, Ghana eben ein Hochinzidenzgebiet für Malaria und eben dort kommt unsere kleine Mücke Ama her. Und Ama sagte sich, ich will mich auf die weite Welt machen, ich will was sehen. Und sie beschloss eben von Ghana nach Frankfurt zu kommen. Und hierbei auch interessant, wir hatten geschaut, es gibt keinerlei Direktflüge von Ghana nach Frankfurt. Das heißt, es handelt sich um eine Transitmücke. Man glaubt es kaum, Ama ist umgestiegen, wahrscheinlich in Nigeria. Hat sie gesagt, super, hier steigen wir mit, hier möchte ich mitfliegen. Und ist eben aus Ghana oder vielleicht auch aus Äquatorialguinea den weiten Weg nach Frankfurt gekommen. Und hier sehen wir einmal, ich wohl glaube, den schönsten Flughafen Deutschlands, Frankfurt. Und eben hier kam Ama an. Wir kennen es alle, wenn man in einem langen Flug sitzt. Man ist müde, man ist fertig. Das Essen ist meistens nicht so gut im Flugzeug. Und wie fühlen wir uns dann alle, wenn wir aus dem Flugzeug kommen? Ja, richtig Hunger. Auch Ama hatte richtig Hunger gehabt. Sie kam raus und was wollte sie? Sie wollte Blut. Sie brauchte etwas zu essen. Und dann ist das Problem, dass eben Ama die erstbesten Leute gesehen hat, eben Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen. Und hier waren betroffen Vorfeldmitarbeiter, welche im Sicherheitsbereich und auch Busfahrer von Cruise. Das heißt, alle 3 Personen wurden gestochen und sind leider auch teilweise relativ schwer erkrankt. Und wir wollten halt herausfinden, was ist hier passiert. Und man kennt den Begriff Genetik. Wir wollten herausfinden, eine Tatortuntersuchung machen. Wir waren Spurenleser und wollten herausfinden, wo kam die Mücke hinterher und war es vielleicht mehrere Mücken? Hatten wir einen ganzen armen Schwarm? Oder war es eben nur diese eine Mücke? Das heißt, die Blutproben wurden nach Antwerpen geschickt. Dort gibt es ein Tropeninstitut und dort wollten wir herausfinden, was ist eben passiert. Und was kam dabei heraus? Zum einen, eben mit einer 98-prozentigen Deckungsgleichheit waren alle 3 Proben gleich. Das heißt, man konnte sagen, dass eben alle 3 Personen wurden von derselben Mücke gestochen. Und was auch relevant war, man sieht es hier, die Mücke kam eben aus Ghana, obwohl wir hatten es gehört, es keinen Direktflug gab. Aber wir hatten eben diesen genetischen Nachweis. Wir wussten eben, wir haben uns hier um eine ghanarische Mücke. Und was tut man noch, wenn man herausfinden will, was am Tatort, wir wollen den Täter finden. Klar, erst wussten wir, wo kommt sie her, aber jetzt wollen wir natürlich auch noch den Täter finden oder schauen, gibt es noch mehrere Täter. Das heißt, wir sind auf Mückenjagd losgegangen. Und man kennt es, ja, natürlich rennen wir nicht rum mit dem Kescher und probieren Mücken zu fangen, sondern wir hatten am Frankfurter Flughafen Fallen aufgestellt. An verschiedenen Stellen wollten wir eben schauen, gibt es noch mehr Mücken oder sind sogar noch mehr Mücken infiziert mit Malaria. Gute Nachricht hier, wir konnten zum Glück an dem Zeitpunkt keine weiteren Mücken mit Malaria fangen. Für mich jetzt wichtig und ich glaube, wir wollen alle was mitnehmen vom heutigen Abend. Deswegen 3 Messages von mir für euch. Zum einen,
Malaria, auch wenn es schon seit den 70ern eigentlich in Deutschland nicht mehr vorhanden ist, kann es unter Umständen, bedingt durch den Klimawandel, bedingt durch die immer stärkere Globalisierung dazu kommen, dass eben Mücken hier ankommen mit Malaria. Wichtig hierbei, natürlich ist es ein Sondereinzelevent. Wir müssen jetzt nicht die Panik hier alle bekommen, rausrennen und sagen, oh mein Gott, was ist am Flughafen los? Nein, natürlich nicht. Es sind Einzelevents, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dies eben zu wissen. Und zweitens, und dadurch, dass ich im Gesundheitsamt arbeite, ist es eben relevant, dass wir das wissen. Wir müssen aufmerksam sein. Der öffentliche Gesundheitswesen in Form von Krankenhäusern, von Hausärzten, aber auch vom Gesundheitsamt, müssen wir im Kopf haben, dass eben ein gewisses Risiko da sein kann. Das bedeutet, wenn man jemanden sieht mit einem fiebrigen Zustand und man schnell erkennt, es handelt sich um Malaria, kann man ihm am besten helfen. Und zu guter Letzt ist es mir wichtig, wenn Sie wieder in Frankfurt Mücken sehen sollten, bevor Sie sie zerklatschen, denken Sie an mich. Denken Sie, es gibt mindestens eine Person in Frankfurt, die hat ihr Herz an den Mücken verloren. Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack von den Mücken gekommen sind, dann schauen Sie gerne auf der Seite vom Gesundheitsamt nach und Sie finden mehr Informationen auch unter anderem zur Tigermücke. Vielen Dank. Jonas Haller. Jonas, dein Applaus. Danke. Ja, also ich wusste gar nicht, dass ihr im Gesundheitsamt Frankfurt so coole Sachen macht. Ich kenne euch nur, dass ihr mir böse Briefe schreibt, dass ich mal, als ich Corona hatte, so wehe, sie gehen raus, dann gibt es einen Satz heiße Ohren das, und so. Das denken viele. Ja, aber richtig tolle Wissenschaft, also Respekt. Nun gut, liebe Wertungsgrüppchen, Sie wissen, was zu tun ist. Einigen Sie sich auf eine Punktzahl für den Slam-Beitrag für Jonas. Einigen Sie sich. Das gilt nicht. Einigen Sie sich. Und Pappen hoch. So, ich sehe 666. Ich sehe 665. Das sind 35 Punkte für Jonas. Und jetzt gibt's natürlich wieder, die Applausometer sind eingeschaltet, den Wertungsapplaus für Jonas! Und so, Theresa 107,5 Dezibel und Mina hat 106,9. Ja, sehr schön. Danke. Dank dir, Jonas. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist diese Jahreszeit zu kalt. Vorhin hat es geregnet, das war so ekelhaft, ja. Ich fühle mich eigentlich nur im Sommer wohl. Mir kann es nicht warm genug sein. Und manchen von Ihnen geht es vielleicht anders, denen ist vielleicht schon 30 Grad zu heiß. Es gibt aber Lebewesen, die fühlen sich erst bei Temperaturen wohl, bei denen wir Menschen so richtig böse Verbrühungen bekommen würden. Das ist das Thema von Lennart Kirchner. Er ist Mikrobiologe an der Goethe-Universität, beste Universität überhaupt. Den langweiligen Weg von Frankfurt nach Frankfurt, Lennart Kirchner. Hallo, Mikrobiologie, da denken viele Leute immer gleich sofort an Krankheiten. Wir hatten es jetzt ja gerade auch mit den Moskitos, Krankheiten, ne? Falsch. Keine Krankheiten bei mir, weil, wie Sie da sehen, es gibt thermophile Mikroorganismen, die leben an, ich habe jetzt mal gesagt, extreme Standorte. Extreme Standorte, da gibt es einige auch hier in der Umgebung, Offenbach Stadtmitte zum Beispiel. Aber es gibt auch Sachen, die sind eben anders Extremorte auf der Erde und da ist zum Beispiel sehr heiß. Was ist jetzt sehr heiß? Also ich persönlich würde sagen, ich finde schon 25 Grad in der Wohnung zu heiß, aber es gibt Bakterien, die müssen wirklich unter extremer Hitze leben. Wie Sie da gerade sehen können, hier diesen kleinen, wo ist denn hier der Pointer? Ah ja, dieses Bakterium hier, das mag gerne 80 Grad. Stellen Sie sich das mal vor. Viele Leute trinken ihren Kaffee gar nicht so heiß, da wächst das Bakterium.
Ja, ich bin Mikrobiologe. Was mache ich da eigentlich? Viele Leute sagen dann immer, Lennart, was machst du eigentlich als Mikrobiologe? Und dann kann ich sagen, die klassische Studentenantwort, irgendwas mit Medien und Kultur. Genau, aber eben ein bisschen anders, als man jetzt denkt. Mein Medium ist zum Beispiel einfach das Wachstumsmedium, worauf die Bakterien wachsen. Das ist eine Mischung aus Aminosäuren, Zucker und auch viel Salz. Und dann, meine Kultur ist dann meine intakte, reine Bakterienkultur. Ja, wie Sie schon sehen, muss ich einen Handschuh tragen, wenn ich die anfasse, weil die sind eben sehr heiß. Ja, die kann ich nicht einfach so anfassen. Wir hatten hier vorhin kaltes Zeug, aber ich arbeite viel mit dem heißen Zeug. Ja. Genau, das ist quasi die Temperaturskala, auf der bakterielles Leben stattfindet. Ja, ich habe schon gesagt, mein Vortrag heißt, manche mögen es heiß, aber andere mögen es eben nicht so heiß. Ich sage mal, das bakterielle Leben kann man einordnen in zwei Extreme. Wir haben zum einen die Eiswürfel und zum anderen haben wir den Schnellkochtopf. Ja, kennen wir alles aus der Küche, ne? Aber jetzt ist es ja so, dass wir in unserer Küche eigentlich keine extremophilen Bakterien haben wollen. Wir wollen eigentlich gucken, wo auf der Erde finden wir denn überhaupt diese extremophilen Bakterien. Bei dem Eis ist es relativ klar und langweilig am Polarkreis. Da gibt es Eis, jede Menge, aber leider auch nicht mehr so viel mittlerweile. Ja, den Schnellkochtopf. Wo finden wir den Schnellkochtopf? Ich habe schon gerade gesagt, in der Küche. Aber wir finden ihn auch an einem anderen Ort, und zwar in der Tiefsee. Da gibt es die sogenannten schwarzen Raucher. Das sind geothermale Quellen, wo heißes Wasser aus der Erde rausströmt. Und Sie denken sich jetzt sicherlich, Bakterien, die bei über 100 Grad leben, leben die dann im Gas oder wo leben die? Das geht ja eigentlich gar nicht. Die müssen ja im Wasser leben. Die mögen es nämlich auch nur feucht. Die mögen es heiß und feucht. Und die Sache ist die, bei diesen hohen Drücken in der Tiefsee kann das Wasser tatsächlich über 100 Grad heiß werden, ohne dass es in die Gasphase übertritt. Und da bei den schwarzen Rauchern, da ernähren sich die Bakterien viel von so Sachen wie CO2, Schwefelgase und sonst was. Wir alle haben diesen einen Freund, der sich so schlecht ernährt. Ich habe Ihnen auch mal ein paar Vertreter mitgebracht, weil das ist immer schwierig, sich so Bakterien vorzustellen. Wie sehen die eigentlich aus? Was machen die so? Bei den Eisbakterien, da haben wir Polaromonas. Die Mikrobiologen sind ultra kreativ, was die Namensgebung angeht. Polaromonas, der heißt so, weil er am Polarkreis lebt. Klassisches Bakterium, was mesophil ist, das heißt, es liebt die Mitte, die finde ich persönlich total langweilig, aber alle anderen Mikrobiologen gehen total auf diese Bakterien ab. Da gibt es nämlich zum Beispiel Escherichia coli, haben Sie bestimmt alle schon mal gehört, kann die Leute krank machen, das wohnt im menschlichen Körper, im Darm und das heißt so Coli, weil es im Darm lebt. Oh wow, wie kreativ. So, jetzt haben wir aber mal einen kreativen Namen. Wir haben ein Bakterium, das hat einen sehr kreativen Namen. Das heißt Pyrolobus fumarii, das heißt rauchender Feuerlappen. Das ist super und ich finde, das sieht auch genauso aus, wie es heißt. Das Bakterium lebt bei über 100 Grad, das lebt bei 106 Grad und das kann auch noch höhere Temperaturen aushalten, aber optimale Wachstumstemperatur ist eben 106 Grad. Das Bakterium, womit ich in meiner Arbeit zu tun habe, ist Thermus thermophilus. Thermophil, habe ich schon gesagt, heißt hitzeliebend. Das Bakterium heißt quasi Hitze, hitzeliebend. Super kreativ. Aber eine schöne Sache hat's und das ist gelb. Wo finden wir das? Wir sehen schon, die Temperatur 68 Grad ist kälter als im Schnellkochtopf. Wo finden wir also auf der Erde den Lebensraum, wo sich Thermus thermophilus wohlfühlt? Und da gibt es zum Beispiel heiße geothermale Quellen an der Erdoberfläche. Hier wie zum Beispiel im Yellowstone-Nationalpark. Und da erfahren die Bakterien viel Stress. Man denkt sich jetzt, okay, da ist es heiß. Das ist bestimmt der Stress, aber das stimmt nicht. Der Stress ist tatsächlich hier heiß, da kalt. Das Problem ist ein Temperaturgradient. Die Bakterien wollen sich natürlich dort aufhalten, wo es ihnen am besten geht. Und weil es an der Erdoberfläche ist und nicht in der Tiefsee, gibt es noch ein weiteres Problem. Und zwar, wir haben Stress von der Sonne. Ja? Das ist die schöne Teletubbiesonne. Die macht die böse UV-Strahlung, Sie kennen das sicherlich alle, man soll sich ja schützen mit Sonnencreme, ne? Weil UV-Strahlung macht DNA-Schäden. Gut, also davor müssen sich die Bakterien auch schützen. Und wie machen Sie das? Was tun Sie da? Sie haben natürlich in der Natur sich wieder was super Tolles ausgedacht, und zwar das sogenannte bakterielle Taschenmesser. Das ist ein Multifunktionstool, das kann wirklich alles. Aber gut, das ist jetzt kein Taschenmesser, so wie wir das jetzt bei Victorinox oder sowas finden, sondern das sind Pili.
Pili, das sind lange Fäden, die aus dem Bakterium rauskommen. Wir hatten ja vorhin, hatten wir schon was mit dünnen Fäden, was war das, 50 Mikrometer waren diese Fäden dick? Ne? Darüber lachen die Bakterien, das ist überhaupt nicht fein genug. Das da ist ein Balken für, ich glaube, 50 Nanometer. So. Damit halten sich die Bakterien in den heißen Quellen fest. Sie können sich in den heißen Quellen auch bewegen und dahin gehen, wo es ihnen am besten gefällt. Und sie können damit sogar DNA aufnehmen. Das ist total spannend. Mit der Bewegung ist das genauso wie bei unserem Kumpel, den wir aus dem Marvel-Universum kennen, Spider-Man. Ne? Kennen Sie bestimmt alle, haben Sie schon mal gesehen. Der schießt seine Fäden raus, hält sich mit den Fäden fest und schwingt sich an den Fäden durch New York. Die Bakterien machen das genauso, nur durch die heiße Quelle, nicht durch New York. Und ich persönlich finde Spider-Man nicht so cool, weil es ist kein Bakterium, das heißt, der kommt wieder weg. So, also, DNA-Aufnahme habe ich auch gesagt, das ist total spannend. Die Bakterien finden in der Umwelt, auch in den heißen Quellen, freie DNA und können die über diese Löcher, die durch diese Pili in der Zelle gemacht werden, die DNA aufnehmen. Und dann können sie neue Eigenschaften kriegen, wie Sie jetzt da sehen, der kriegt so kleine Härchen in diesem Cartoon. Aber sie können die DNA auch eben nutzen, um ihre DNA-Schäden, die sie durch UV-Strahlung erfahren haben, zu reparieren. Das ist total cool. So, jetzt will ich wissen, wie genau funktioniert diese molekulare Maschinerie, die diese Pili macht. Sie sehen jetzt da, habe ich ein schönes Modell gemacht. Na, das machen wir immer richtig gerne in der Mikrobiologie, wir machen immer Modelle. Das Problem ist die Beschriftung. Ja, das ist wirklich das Problem. Wie kriegen wir es hin, zu wissen, welches Protein, das sind nämlich alles Proteine, bildet jetzt welche Komponente dieses Motors? Ich bin quasi dann als Mikrobiologe, ich bin dann Molekularbiologe, bin ich eher Ingenieur. Ich will wissen, wie dieser Motor funktioniert. Und dann habe ich auch noch so eine coole elektronentomografische Aufnahme mitgebracht, die zeigt, wie diese Pili aus der Zelle rauskommt. Und das ist alles wirklich sehr klein, also 70 Nanometer. Ich möchte nur mal sagen, stellen Sie sich das mal vor, wir sind ja hier in Deutschland und um Größenvergleiche zu machen, gibt es eigentlich nur eine einzige Größe, und zwar das Fußballfeld. Ne? Normalerweise hat man immer so große Sachen, das sind dann 10 Fußballfelder oder sowas, aber hier haben wir jetzt das Problem, das Fußballfeld ist 100 Milliarden Nanometer lang. Hm. Also wenn wir jetzt quasi unseren DNA-Translokator und diese Pili-Maschinerie nehmen, wie oft passt die in dieses Fußballfeld rein? Ich habe jetzt die Zahlen nicht aufgeschrieben, aber es sind 2,4 Billionen Mal passt das in dieses Fußballfeld rein. Das ist eine große Zahl, ungefähr 50 Cent während der Inflation 1921. So. Ja, genau. Ich möchte jetzt also wissen, wie beschrifte ich diese Grafik, die ich gemacht habe? Ja, ich könnte Ihnen das jetzt mit den ganzen Proteinen zeigen, wie ich das im Labor mache. Das finde ich aber ein bisschen langweilig. Und da habe ich meinen Kumpel das Bakterium gefragt, wie stelle ich das denn jetzt am besten dar? Und da hat mir das Bakterium gesagt, naja, also wir kennen ja alle ein Gerät, wo man auf den Knopf drückt und dann kommt oben was raus, der Toaster. Genau, also ich möchte wissen, wie funktioniert ein Toaster? Ja, jetzt habe ich das Problem. Ich weiß überhaupt nicht, aus welchen Teilen besteht der Toaster, wie sind die Teile zusammengebaut und überhaupt. Ich habe einzig und allein einen Bauplan für die ganze Küche. Das ist das Problem. Das bakterielle Genom ist in dem Fall der Bauplan für die ganze Küche. Da steht quasi die Information drin, wie jede einzelne Komponente zusammengebaut wird. Gut, was mache ich jetzt? Ich kann ja jetzt nicht einfach dann wild Teile zusammenklatschen. Ich will erst mal rausfinden, welche Teile gehören denn in diesen Toaster und dann mache ich es einfach ganz einfach, ich nehme einfach Teile weg. Zum Beispiel hier diese Heizspirale. Gut, dann kann ich beobachten, was passiert jetzt bei diesem Toaster. Wenn ich auf den Knopf drücke, kommt zwar das Toast noch raus, das Toast ist aber nicht mehr braun. Also ist der Toaster kaputt. Das heißt, dieses Teil ist essentiell wichtig dafür, dass der Toaster funktioniert. Haben wir die erste Frage geklärt, dann machen wir das total verdammt oft. Und dann haben wir alle Teile rausgefunden, aus denen der Toaster funktioniert. Das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch meine Abbildung beschriften. Ja, noch nicht so ganz. Das Problem ist, ich weiß ja noch nicht, welches Teil passt genau wohin. Was mache ich dann? Ich produziere mir die Teile schön mit der CNC-Mühle ausgeschnitten aus dem Metall und dann baue ich die miteinander zusammen und gucke, ob die miteinander interagieren. Und wenn ich sehe, die passen, dann mache ich das auch wieder ganz, 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 ganz oft. Und irgendwann habe ich dann meinen fertigen Toaster. Aber mein Toaster ist in dem Fall kein Toaster, sondern der ist die Typ-4-Pilus-Ausbildungsmaschinerie, die ich in meiner Arbeit erforsche. Ja, das ist total spannend alles, aber Take-Home-Message ist im Endeffekt, das Bakterium, was in der heißen Quelle lebt, hat ein Taschenmesser und deswegen ist dieses Bakterium verdammt cool. Lennart Kirchner,
meine Damen und Herren. Lennart Kirchner, dein Applaus. Also was meine Takeaway-Message war, es gibt Bakterien, die bei 106 Grad existieren, sich wohlfühlen. Das ist doch, also ich meine Oma hat gesagt, als sie Erdbeeren eingeweckt hat, 100 Grad töten alle Bakterien. Hat meine Oma mich angelogen? Ja, alle Bakterien nicht, aber die, die für uns gefährlich werden, können eben schon. Okay, Oma, alles okay. Gut, liebe Wertungsgrüppchen, Sie wissen, was zu tun ist. Sie einigen sich wieder auf eine Punktzahl. Einigen Sie sich, die anderen können rufen oder zeigen. Einigen Sie sich und zum letzten Mal heißt es heute, Pappen hoch! So, 4, 5 sind 9 und 5 sind 14 und 5 sind 19 und 4 sind 23 und 5 sind 28 Punkte für Lennart! Und bin schon fast ein bisschen traurig, dass jetzt für heute, für dieses Jahr zum letzten Mal die Applausometer glühen. Aber ich bitte Sie dennoch um meinen Wertungsapplaus für Lennart. Sehr schön. So, Theresa, 102,2 Dezibel und Mina 102,0 ist notiert. Tja, das waren die Slams für dieses Jahr. Ich werde jetzt die Tafeln bitten, die Applauspunkte zuordnen. Und alle Slammer zu mir bitten. Also bitte, liebe Slammer, komm zu mir. Die Besten der Besten der Besten. Jeder von euch hat schon mal gewonnen, weil ihr heute hier wart und weil ihr die Besten... Und zwar, was habt ihr gewonnen? Erstmal jeder einen Apfelweinbecher aus dem gleichen Material, Steingut, wie der Bembel der Weisheit, sozusagen ein Mini-Bembel als kleines Andenken an diesen denkwürdigen Abend. Bitte schön. So, also auch wunderschön, diese Becher. So, aber wir haben jetzt den Bembel noch zu vergeben und jetzt müssten wir die Applauspunkte zugeordnet haben und sehen, welche beiden Slammer nach Gesamtpunkten führend sind. Das sind, wo ist die Summe? Ich sehe in der Summe sehe ich gar nichts. Was sagt die andere Tafel? Ja, das ist das mit dem Summenzeichen, die Summe aus... ihr müsst nur die meisten machen. So, okay. Addieren ist nicht leicht. Ich weiß, wovon ich spreche. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber diese Tafel sagt, die beiden führenden Slammer sind, Trommelwirbel... Linus Möllenbrink und Jonas Haller. Nur zur Kontrolle, wir haben zwei Tafeln, damit dann, wenn einer sich verrechnet, dass da nichts schief gehen kann. Zwischen diesen beiden Finalisten gibt es jetzt einen kleinen Showdown, ein kleines Stechen. Ich bitte euch also bitte nach vorne, ihr finaler Wertungsapplaus. Deswegen glühen die Applausometer jetzt nochmal. Kommt ruhig ein bisschen zusammen. So,
Das ist jetzt der Entscheidungsprozess. Also wenn Sie jetzt, ja, der Wertungsapplaus entscheidet, wer den Bembel kriegt von den beiden. Deswegen bitte ich Sie zuerst für den nach Punkten Führenden um den Wertungsapplaus. Ihren Wertungsapplaus für Linus Möllenbrink. Bitte jetzt! So, 108,6 bei Theresa und bei Mina 108,1. Noch ist nichts entschieden. Noch ist nichts entschieden. Ah, hier wird addiert. So, jetzt der wirklich letzte Wertungsapplaus, der noch alles entscheiden kann. Für Jonas Haller! So, 108,0, oh, knapp, und hier 100,5. Ich würde sagen, da hat Jesus doch etwas geholfen und wir haben einen Sieger, Linus, der Bembel gehört dir. Jesus als Mutter. So, das war's fast. Gehen Sie noch nicht, es kommt noch was. Nächstes Jahr gibt es natürlich wieder den Science-Slam. Dieser Science-Slam wird in einigen Tagen hoffentlich in voller Pracht hier auf YouTube erscheinen. Dazu haben wir diese Kameras aufgebaut. Mal gucken. 360 Grad Panorama-Video. Schöne Sache. Ich bedanke mich nochmal bei unseren Förderern, der Evelyn und Martin Wendt Stiftung, dem Science Center Experimenta, dem Verein Freunde des Opernturms und der Goethe-Universität. Vielen Dank auch an das Team hier, an die vielen Ehrenmenschen. Ich bitte die Helfer, die können und wollen, hier nach vorne für Schlussbild, da werden Fotos gemacht. Es können nicht alle, es gibt zum Beispiel junge Menschen, die sich jetzt hier aufbauen mit Plastikboxen, in die sie dann Geld reinwerfen müssen. Aber die können, bitte kommen Sie alle nach vorne, werden Fotos gemacht. Alle Helfer, die können, um ja, ein schönes Schlussbild zu haben. Ja, wir sind der Physikalische Verein. Ich bin Martin Stamberger, hat mir großen Spaß gemacht. Ich verneige mich vor Ihnen, dem genialen Publikum, aber auch vor den Slammern. Und jetzt übergebe ich für das traditionelle Schlusswort an unseren ehemaligen wissenschaftlichen Direktor, Professor Deiß, mit einem kleinen Spendenaufruf. Das war es von mir. Danke und gute Nacht. Ruhig ein bisschen zusammen. Test, Test, Test. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich bin hier ersatzweise. Oh. Ich dachte eigentlich, ich könnte in der dritten Reihe entspannt sitzen. Mein Nachfolger ist leider von einem thermophilen Bakterium befallen worden, genannt Corona oder was auch immer. Tut mir leid. Wir müssen kuscheln. Wir haben tolle Slams gesehen. Wir kuscheln uns alle um den Bembel. Wir haben super Experimente gesehen. Herzlichen Dank euch allen für diesen super Abend. Also wirklich grandios. Alle, die hier rumwuseln, die hier vorne stehen, sind ehrenamtlich unterwegs. Auch unser Moderator, der jetzt nochmal einen Schritt nach vorne geht. Wunderbar. Ja, wir haben jetzt einen Gewinner, nochmal hier vorkommen, einen Gewinner des Bembels, aber tatsächlich, wenn ich hier ins Publikum gucke, sehe ich 1200 Gewinner, mich eingeschlossen. Denn, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wir haben hier heute alle Einblicke, neue Eindrücke und im besten Fall sogar neue Einsichten gewonnen. Deswegen herzlichen Dank an euch, das war super.
Und das heißt, wir alle sind voll, mal gerade gucken, wo steht es denn? Ach so. Voll mit Glückshormonen und dass das jetzt nicht völlig aus dem Ruder läuft und Sie Ihren Nachbar versehentlich umarmen, können Sie trotzdem machen. Haben wir hier vorgesorgt, solche Glücksakkumulatoren und wie bei jedem physikalischen Experiment, Vorsicht, es kann einen Kurzschluss geben. Wenn Sie also diese Box mit Ihrem Ladestrom befüllen, gibt es einen Rückstoß, einen Glücksrückstoß. Und ich garantiere Ihnen, je größer Ihr Ladestrom ist, umso größer ist der Rückstoß an Glück. Freundliche junge Menschen an den Pforten machen dieses Experiment mit Ihnen. Danke, dass Sie da waren. Erzählen Sie es weiter, wenn es gefallen hat. Und ein Schlussapplaus für dieses tolle Team. Hast du vorher schon Fotos gemacht?